Ich begrüße euch zur Primetime Show. Flo neben mir. Kommt gleich. Ist gleich da für euch, Freunde. Aber erstmal hallo, hallo, schönen guten Abend und ganz obligatorisch herzlich willkommen zur Primetime Show. Hallo, Freunde. Level 6 Hype Train schon hier am Start. Fast Level 7. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich sehr. Vielen Dank, vielen Dank. Schön, dass ihr alle da seid. Freue ich mich. Es ist Mittwoch. Meine Kerle und Kerlinnen, das heißt Bergfest. Ihr habt die Hälfte der Woche geschafft. Es sind nur noch 2 Tage bis zum Wochenende. Ist das nicht schön? Vielen Dank für die verschenkten Subs hier übrigens. Vielen Dank einmal Baslabet, danke für 5. Vielen lieben Dank. Außerdem an Thomas Zweifler, auch nochmal für 5. Erhorn für euch. Vielen Dank, Miss Wundertollig, der Dense, entschuldige nicht der, Dense, dankeschön. Antichrist 666, Fitsche, dankeschön. Vielen Dank, Mega Glurak, Jasmin, Topstar, not once again. Vielen Dank für die 5 Geschenksubs, dankeschön. Auch an Lima Schusti und Buttercup. Mann, vielen, vielen Dank für die Subs, Freunde. Freuen wir uns. Dankeschön, dankeschön, einen wunderschönen guten Abend. Hi, ei, 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 ei. Freunde, viel passiert. Viel passiert und irgendwie ist die Zeit so schnell vergangen. Moin Olli, sag mal, eignet sich euer Aluhut auch als Regenschutz? Also ist er wasserdicht? Wenn ich das jetzt beantworten könnte, aber ich würde jetzt fast behaupten, von der Oberfläche her ja. Also ich würde jetzt sagen, die schwarze Seite? Nein. Aber die silberne Seite? Ich denke fast, oder? Testen wir das. Perlt bisher alles ab? Ja, guck mal. Perlt wirklich alles ab vom Hut. Zieht nichts ein. Ich habe innen keine Nässe. Dafür einen nassen Schoß jetzt. Aber außen kannst du abwischen. Innen nichts nass. Also, T-Shirt ist jetzt halt nass. Das lässt sich nicht verhindern. Aber ich würde sagen, Mütze bedingt. Bedingt, ja. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, ob der einen Regensturm auch dann übersteht, aber das heißt 3 Tropfen, das war ein ordentlicher Schluck Wasser im Mund. Also ja, perlt auf jeden Fall erstmal vorrangig ab. Ich denke mal, so einen leichten Regen macht er mit. Schusti, danke. Letzter freier Monat genießen. Ab September geht's los in den neuen Job. Alles Gute dafür. Alles Gute wünsche ich. Häng das Ding ein paar Stunden in den Regen, nur so ein Vorschlag. Ich kann das ja mal probieren, an sich. Aber Freunde, für alle von euch, die sich fragen, was das für ein fantastischer Aluhut ist, den mag ganz kurz gesagt sein. Dankeschön an Miss Wundertollig. Vielen Dank und vielen Dank für die Subs, Freunde. Den sei ganz kurz gesagt, ihr seht es hier unten schon im Banner. Unsere neue Conspiracy-Kollektion ist da auf shop.drvoid.de und ihr macht einfach Ausrufezeichen Shop in den Chat und da könnt ihr euch nicht nur diesen fantastischen Aluhut sichern, sondern auch unsere neue fantastische Kollektion. Wir haben ganz tolle neue Pieces, Shirts, Pullover, Hoodies für euch. Tolle Schnitte, tolle Stoffe, tolle Motive. Extra alles von uns ausgesucht. Trägt sich unfassbar bequem. Und ja, ist nicht zu vergleichen mit Merchandise. Deswegen versuchen wir immer diesen, auch wenn es da drin steht, wollte ich nur austauschen, seht ihr? Wir haben schon ein neues Banner, habe ich noch nicht gemacht. Wir wollen eigentlich nicht Merchandise dazu sagen, weil die Klamotten einfach viel zu viel Streetwear dafür sind. Ne? Also es mag jetzt vielleicht ein bisschen prätentiös klingen, aber es ist wirklich ganz ernst gemeint. Es ist eher Mode, als es Merchandise ist. Es ist wirklich, glaubt mir, zieht so ein T-Shirt an, wird euch stehen, auf jeden Fall. Olli, wie lange dauert es von der Bestellung bis zur Auslieferung? Üblicherweise 2 Wochen. Ja, üblicherweise dauert das ungefähr 2 Wochen. Hallöchen, hello. Flo, ich schalte dich mal rein. Hallo! Ein wunderschön. Hello. Da bist du. Hallo, hallo. Du hörst mich. Das ist wahrscheinlich schlecht, dass ich dich nicht höre. Oh, du hörst mich nicht. Oh. Warum nicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Gut, bis wir das geklärt haben, schalte ich dich nochmal offline. Hört man mich? Ja. Cool. Warum höre ich dich? Man hört dich. Ich weiß gar nicht, ob ihr. Hört ihr Flo schon? Obwohl er hier noch nicht zu sehen ist? Hört ihr ihn schon? Wahrscheinlich, ne? Ja, ihr hört ihn. Dann kann man ihn auch sehen. Ich schreibe ihm nur mal, dass er das weiß. Geil, das kann ich hier auch gar nicht einstellen. Oh, wow.
Oben beim Einstellrädchen geht das. Warte mal. Ich schicke ihm eine ganz kurze Sprachi. Nee. So. Wir hören und sehen dich schon, nur dass du es weißt. Eigentlich kann man oben bei Dings kann man Einstellrädchen einstellen. Ton. Ha. Dann gucken wir mal, woran es gelegen hat. Warte mal, ich guck mal selber gerade ganz kurz. Mikrofon, Audiosteuerung, Browserquellen, Audio. Ja, doch, da kann man eigentlich bei. Nee, Mikrofon. Nee, das oben einstellen bringt mir nichts. Ah, da kann ich die Audio- nur das Mikrofon, ja, da kann man nicht sein. Nicht einstellen. Das ist. Kamera, Mikrofon, Audiosteuerung ja. Ist. Ja, da ist nicht, wo es rauskommt. Das. Ich habe in Spotify Sound, ich habe auf Twitch Sound, das ist ich habe auf YouTube Sound. Ich konnte deine Sprache hier abhören. Windows, ich habe nur hier was geändert. In GuestStar keinen Sound. Maybe. Da fragt man sich immer, woran hat es gelegen? Naja, Olli, dann wir heute nicht. Mixer. Reicht doch, wenn der Chat uns hört. Ja. Ja, ne? Hörst du mich einfach mit Versatz? Hast du jetzt wahrscheinlich den Stream offen? Könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn das Windows-Update was geändert hätte, dann hätte ich ja nicht bei allen anderen Sachen. Das ist richtig. Tun. Das ist richtig. Ich habe legit bei allen anderen Sachen Ton. Ich habe parallel den Stream an. Ah! Hör dich da und mich auch, was ultra stresst. Du hörst mich einfach mit krassem Versatz. Wie schlimm wäre das denn? Das wäre mal eine geile Challenge, einfach so. Ja, und mich auch nochmal. Oh Gott, wäre das furchtbar. Oh Gott, wäre das furchtbar. Aber ich habe in Guests da keinen Ton. Das ist ja seltsam. Warte mal. Ich guck mal kurz, ob ich irgendwas einstellen kann. Von meiner Seite eigentlich nicht. Nee. Ich kann nur dein Mikrofon, könnte ich muten für mich, das. Aber. Gastlautstärke ist auf 100%. Ja, bei mir auch. Ha. Dann gehe ich nochmal raus und komme. Wenn nicht, dann probieren wir kurz Discord. Wenn Discord geht, dann probieren wir das. Wir checken das. So sieht das übrigens aus, wenn er gleich wieder reinkommt. Kurzes Standbild. Kein Ton? Wollen wir Discord probieren? So. Ich lese eure Nachrichten im Chat, Freunde. Nee, in den Windows-Einstellungen ist auch alles richtig. Okay, dann könnten wir höchstens mal Discord probieren. Das wäre jetzt höchstens eine schnelle Lösung. Manchmal weiß man ja nicht, woran die Legion hat. Seid ihr nicht im Discord? Nein, Freunde, wir benutzen seit vielen Monaten jetzt schon GuestStar, was eigentlich sehr zuverlässig funktioniert. Honborn, Broxnox. Das ist ein geiler Name, danke für 5. Eigentlich ist es relativ zuverlässig, aber jetzt gerade. Jetzt gerade nix. Ja, aber das ist kein Problem. Ich finde halt, ich habe keine Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann weird. Nichts ändern von meiner Seite aus. Oh shit, Discord updated, aber es geht fix. Ich rufe dich mal kurz im Discord einfach an, dann gucken wir mal da, ob was geht. Wäre ich jetzt einfach mal so frech. Ja, woran soll denn das schon wieder liegen, Alter? Du, die Gründe von Windows, die Wege von Windows sind unergründlich, so. Aber es kann nicht sein, dass das das kann nichts mit Windows zu tun haben. Ich weiß es nicht. Wir haben mittlerweile so viele weirde Probleme durch, ich will nichts ausschließen. Woran es liegt, ich weiß es nicht. Ja, aber ich habe ja in allen, ich habe ja selbst auf Twitch-Ton, ich höre dir ja gerade zu. Das ist ja das Schlimme. Mich frustriert nur, dass ein Browserfenster. Ja, ich wüsste jetzt und nicht. Und ich mich mit Versatz doppelt höre. Ja, das ist wirklich schlimm. Das, vor allem mit so 4 Sekunden Versatz ist das richtig schlimm. Komm, wir probieren das Gordo. Die Leute wundern sich jetzt. Ja, Leute, das wisst ihr vielleicht nicht. Den Sound, den ihr gerade gehört habt, das ist ein Easter Egg, das man in Discord freischalten kann. Dass, wenn man Discord startet, dass diese fantastische Stimme sagt: Discorda. Kann ich sehr empfehlen. Macht Spaß. Aber wo bleibe ich denn jetzt online? Olli, hast du das richtige Mikro in Gäste? Das hat mit meinem Mikrofon nichts zu tun, Freunde, dass ich Flo nicht hören kann. Wäre ein komisches Mikrofon bei mir, wenn nicht. Hä, aber du kannst mich doch hören. Ich kann ja Flo hören. Ihr hört Flo ja auch. Es ist ja nur so, dass er ja, uns ja, aber ich kann dich nicht hören. Ach so, jetzt verstehe ich erst. Ah, warte mal, dann gucke ich. Wow, ihr seid an der Sache auf der Spur. Tatsächlich, warte mal. Es steht auf Standard.
Und mein Standard ist eigentlich was anderes. Das heißt, da musst du ein Windows-Update wieder gefuscht haben. Warte mal. Lass mich kurz gucken. Wie ist es jetzt? Hörst du mich jetzt? Hörst du mich? Jetzt höre ich dich. Jetzt hörst du mich. Okay, geil. Danke, Windows. Geil, geil, geil. Ganz kurz. Witzig. Sekunde. Eine Sekunde. Er geht schreien. Das ist jetzt auch überhaupt keine übertriebene Reaktion oder irgendwas. Ich brauche das nur einmal kurz für mich. Er schreit. Nicht meine Schuld! Sehr geil, sehr geil. Freunde, ihr müsst euch vorstellen, so oft wie Flo und ich versuchen, Probleme zu fixen, können wir mittlerweile immer... Ja, aber jetzt mache ich mal die ganz dunklen Tore auf. Wisst ihr, was Olli nämlich immer sagt? Nee, hier von meiner Seite aus kann nichts sein. Das habe ich ja nicht gesagt. Und dann suchen wir bei mir weiter. Üblicherweise, wir sind mit der üblichen Lösungsmethode reingegangen, sagen wir so. Aber es war ein guter Call. Das ist wahr. Ich habe jetzt erst verstanden, was ihr meint. Und jetzt ist mir erst in den Sinn gekommen, dass auf meiner Seite was verstellt sein könnte, was sogar Sinn ergibt, weil ein Windows-Update lief bei mir tatsächlich. Bei mir ist es immer so, ich stelle immer nur dann fest, dass was verstellt ist, wenn ich in OBS reingehe. Denn wenn Windows was verstellt, ist es üblicherweise auch in OBS verstellt. Ja, das jetzt ist das Ding, dass in OBS nichts verstellt war. Deswegen ging ich nicht davon aus, dass bei mir was verstellt war. Haben wir wieder was gelernt, Freunde. So schnell geht das. So schnell. Aber guck mal, ist doch schön, jetzt funktioniert alles. Ist doch wunderbar. Siehste. Was sagt der Chat? Problemlöser-Chat, vielen, vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Na, die Idee kam die nicht sogar von dir ursprünglich? Ich hatte sie nur falsch verstanden, tatsächlich. Kann sein, aber in dem Fall Ehre, wem Ehre gebührt. Als ich dir die Sprache geschickt habe, habe ich sogar meine Optionen aufgemacht, um zu gucken, ob man das Ausgabegerät einstellen kann, was man übrigens leider nicht kann. Twitch, bitte stellt das endlich ein, dass ich nicht nur mein Mikrofon ändern kann, sondern auch mein Ausgabegerät ändern kann. Ja, bitte. Das fand ich auch nicht so smart. Boah, das wäre so toll. Aber ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das muss man dann halt für den Browser einstellen, was super ätzend ist übrigens. Aber naja, ist übrigens bei Chrome richtig schlimm. Selbst wenn du verschiedene Profile aufmachst, hast du in Windows im Lautstärke-Mixer nur einmal Chrome drin. Mega dumm. Naja. Machst du nix. Sehr, sehr schön. Gut, haben wir das gelöst, Freunde? Ist doch auch schön. Können wir anfangen? Ich fange nochmal von vorne an. Es ist Mittwoch, meine Kerle und Kerlinnen. Bergfest. Nur noch 2 Tage bis Wochenende. Ihr gönnt Subs, vielen Dank. Wir haben richtig Bock. Wir haben so viel am Start. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Und Wacken hat gestartet. Ja, für den einen oder anderen auch nicht. Weiß nicht, wer das mitbekommen hat. Es gibt bei Wacken momentan einen Anreisestopp, beziehungsweise der Veranstalter hat gesagt, bitte, also nicht bitte, sondern es hat keiner mehr mit dem Auto jetzt anzureisen. Ich muss hier, glaube ich, gleich intervenieren bei uns in der Gruppe. Kommt heute die Bundeswehr-Doku. Welche Bundeswehr-Doku denn? 32.000 Menschen dürfen nicht mehr aufs Gelände. Holy shit, ey. Werden die wenigstens entschädigt? Wisst ihr das? Vorhin was in meinem Newsfeed, von wegen der Wacken-Veranstalter hätte sich da irgendwie mit rührenden Worten entschuldigt oder irgendwas. Ist in den Trends ganz oben, ja. Himmelblau, dankeschön für 5 Subs, Mann. Vielen Dank. I cannot drink. Hast du gesehen, wie ich getestet habe, ob unser Aluhut wasserdicht ist? Hab ich gesehen. War schön. Schöner Moment. Jetzt ist mein Bauch nass. Über 80.000 waren geplant, jetzt dürfen angeblich nur 50 rein. Werden die entschädigt oder nicht? Ja, muss ja. Das wäre, also es ist ja, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass Wacken im Wasser versinkt. Du musst so, ne? Ja Geld dafür wiederkriegen, weil das ist ja ein Vertrag, der nicht erfüllt wird. Ja, es sei denn, in den AGB steht das so drin, dass bei höherer Macht oder wie heißt das immer, wenn es regnet halt? Wenn die ein paar Leute reinlassen und dich nicht, dann hat das nichts mit höherer Macht oder so zu tun. Naja, aber wenn in den AGB steht, dass unter bestimmten Wetterbedingungen nur eine bestimmte Anzahl von Leuten reinkommt. Dann dürfen sie niemanden reinlassen. Weiß ich ja nicht, das können sie ja selber festlegen, oder? Da kannst du in die AGB schreiben, was du willst, das ist Vertragsrecht. Ah, guck mal, es gibt Geld zurück für die, die nicht aufs Gelände kommen, ja. Okay. Du kannst grundsätzlich in die AGB wildestes Zeug schreiben, am Ende
Am Ende steht plötzlich da, jeder mit dem Anwalt. Naja, guck mal hier, Dr. Beach schreibt, und die Grünen sind schuld, warum keiner mehr bei Wacken auf den Platz kommt. Ja, Habeck. Habeck ist schuld. Es nee. Ist Habecks Schuld, wir wissen das. Ist doch immer die Alte hier, wie heißt sie? Höhere Gewalt, meine ich. Genau. Ja, nee, weiß nicht, ich habe ihren Namen vergessen. Ja. Tut mir leid. Ich auch. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Oh Gott. Das, was sagt das über die aktuelle Bundesregierung du aus, dass nicht du dir denkst, Baerbock, Leute, ne? Gehen dir, die Leute gehen dir so auf den Sack? Nee, die meine ich nicht. Du meinst die Grünen-Chefin, ne? Ich habe ihren Namen auch vergessen. Dass die Leute so auf den Sack gehen, dass Ricarda du ihren Lang. Namen nicht mal mehr... Ja, Ricarda Lang, dankeschön, Chat, dankeschön, ja. Digga, ey, ich hab's wirklich, gerade kam ich mir, erst kam ich mir dumm vor und dann dachte ich mir, nee, es ist mir einfach zu egal geworden. Es sagt auch brutal ehrlich viel über unsere Medienlandschaft aus, wenn das Einzige, was ich über Ricarda Lang weiß, ist, dass andere Politiker sich ständig durch den Kakao ziehen. Das ist wirklich so. Ich weiß nichts über sie. Und das schiebe ich jetzt nicht mir die Schuld in die Schuhe, dass ich mich ja informieren könnte. Ich werfe das jetzt, den entschuldigt meinen Ausdruck, Mainstream-Medien vor. Dass sie über nichts anderes berichten als darüber. Furchtbar. Mann, Mann, Mann. Du hast das Gefühl, Deutschland ist wieder in der dritten Klasse. You know nothing about Ricarda Lang. Jo. Naja. Heieiei. Lang ist's her, als noch alle Merkel gedankt haben. Naja, die, ich frag mich ganz ehrlich. Ich vermisse, danke Merkel! Auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Ich vermisse Merkel. Ich vermisse Merkel, ganz ehrlich. Ja, ich vermisse nicht die CDU. Die CDU vermisse ich nicht. Die rennt ein bisschen kopflos seither umher. Und mit Friedrich Merz ist denen auch nicht geholfen. Bin ich ganz ehrlich. Den Kopf, den suchst du nur, weil der langsam aber sicher im Arsch der AfD verschwindet. Ach, deswegen relax, Alex, dankeschön für 5. Aber ich frage mich wirklich ganz ehrlich, ob Merkel mittlerweile zu Hause sitzt, sich das ganze Spektakel anguckt und sich denkt, ich habe dir gewusst, ich hätte nicht gehen sollen. Weißt du, frage ich mich wirklich ernsthaft. So, sieht doch alles den Bach runtergehen in der Politik, wirklich. Ja, aber Merkel sitzt auch mit einem Schirmchen im Cocktail da und denkt sich, guck mal. Wie heißt ihr Mann? Wie heißt ihr Ehemann nochmal? Weiß das jemand? Kai Uwe. Helmut. Helmut. Uwe. Joachim. Helmut, nee. Joachim, Joachim. Joachim Rüdiger. Helmut war der vorher. Der Joachim. Okay, Leute sagen, Joachim Sauer heißt ihr Mann. Also stelle ich mir die Situation vor. Joachim. Hä? Wieso heißt denn der nicht Joachim Merkel? Joachim ist noch ein bisschen was von dem Adrenochrom da. Ja. Da kannst du mir noch so eine Pipette bringen? Ein bisschen Adrenochrom noch in mein Aperol-Spritzchen. Ich spüre die Macht vom Teufelsthron gegenüber nicht mehr. Entschuldigt bitte, Freunde. Hey. Seit wir so weit weg wohnen vom was war das? Vom Pergamon? Pergamon-Museum. Pergamon-Museum. Tschüss, bitte. Digga, ey. Freunde, bitte entschuldigt unseren Humor. Ey, habt ihr übrigens schon unseren Verschwörungsmerchandise gesehen? Ja, wir sind ganz groß. Wir sind da vielleicht einer Sache auf der Spur mit den Aliens und den Pyramiden. Das ist so fantastisch, ey. Übrigens, mir ist aufgefallen, seitdem ich das Timing trage. Timing ist alles, ne? Wirklich, die Leute gucken dich nicht nur an, weil du geile Klamotten an hast, sondern ich habe auch schon so den ein oder anderen Blick von jemandem gesehen, der so ein... Weißt du, wenn so Leute was sehen und so denken, ah, er weiß Bescheid. Weißt du, wenn du so einen Blick kriegst, so, er weiß mehr. fand ich sehr amüsant. Ja. Ah, ja. Naja. Eieiei. Apropos Kinderblut, Freunde. Wir wollen gerne in unser erstes Video reingehen. Oh ja, auf was haben wir einen Bock? Ah, natürlich. Was für eine Frage. Auf was haben wir Bock? Was für eine Frage. Natürlich auf, haust du rein? Die TCG? Ja, ich suche gerade. Sehr, sehr schön. Vielen Dank. Übrigens, Freunde. Germany! Ich habe mich gerade sehr gefreut, weil es wirklich schon lange nicht mehr passiert ist und ich das ein ganz, ganz schönes Zeichen finde. Oh, das Shining Sub 400 Subs spendet. Oh, Kanada! Bitte heben Sie sich für unsere Nationalhymne. Saphir, Freunde, für alle, die heute neu dabei sind, Entschuldigung. Ja, hi, das sind wir sind immer so. Shining Saphir, du darfst dir einen Kuss auf eine Stelle aussuchen, wo auch immer du möchtest.
Vielen Dank für die 100. Das nächste Video gehört dir. Vielen, vielen lieben Dank. Mega geil. So, was wollte ich sagen? Ich wollte irgendwas anderes sagen. Ich habe es vergessen. Wahrscheinlich sagt ihr so geil ist. Ach so, ja. Ich mache jetzt. Eine Sache, die mich sehr glücklich gemacht hat, übrigens, weil das schon lange nicht mehr passiert ist. Unser XXL-Fertig-Kaffee-Test, falls ihr noch nicht gesehen haben solltet, schaut auf Dr. Freud auf YouTube vorbei. Er ist in YouTube-Trends gelandet. Hatten wir auch schon lange nicht mehr. Hat mich sehr gefreut. Das kann nicht gut sein. Doch, das kann nur gut sein. Nee, das kann nicht gut sein. Wieso kann das nicht gut sein? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass ich mir die Kommentare nicht angucke. Die Kommentare sind fantastisch. Unter dem Video. Kannst du dir geben, sind tolle Kommentare. Abwechslungsweise mal, muss ich sagen. So, ich muss ganz kurz muten und die Nase schnauben, aber wir gehen schon mal rüber. So, Freunde. Ich würde mal Anmod machen. Ja, ja. Verstehe ich nicht. Ed Flo, kannst du bitte den Feedback zur letzten News-Folge geben? Den Feedback, Flo. Verstehe ich grundsätzlich nicht. Den Feedback, Flo. Den einen. So, nachdem Olli sein Hirn im Taschentuch verteilt hat. Ich habe mal kurz den Pharao gemacht. Ja. Schön mit zwei Haken. So. Dann, ich mach mal, wa? Sehr gern. Alles klar. Schönes Mikro, oder da? Dieser Katze, Alter. Ich komme auf diese Katze nicht klar. Hallo Freunde, herzlich willkommen hier bei Twitch Clips Germany. Aber auf unserem Kanal Dr. Freud Reacts. Übrigens, dieses Video wird präsentiert vom Einzigartigen, vom Gutaussehenden, vom wahnsinnig Charismatischen, einem Mann, der mit jeder Herausforderung fertig wird, die er sich stellt, Shining Saphir. Also Kinder. Freunde, rein jetzt hier. G. Genau. Jetzt TCG. Jetzt TCG. Wann TCG? Meine Fresse, jetzt. Das heißt Twitch Clips Germany. Ihr, come on, jetzt geht's los. Haha, er wollte Pimmelnasen sagen. Hab ich auch gehört. Glaubt er, dass er da hochkommt? Okay, oh, let's go. Geil. Ich glaube nicht, dass er da hochkommt. Sehr gut. Nee, ich glaube auch nicht, dass er da hochkommt. Lol, das geht. Lol, das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Ich wurde getrollt. Ja, aber richtig. Hardstuck oder was? Ja. Hä? Lul. Kann man sich irgendwie zurücksetzen wie in Trackmania oder so? Nee, ne? Nee. Nein. Lol, das geht ja über jedes Level an Softlock einfach heraus, Alter. Diese Pizza. Spiel. Schaut sie euch an. Oh nein, wie konnte das nur passieren? Warum ist die dir jetzt runtergefallen? Warum funktioniert Schwerkraft auch bei Pizza? Man sollte vorbereitet sein. Stark, oder vielleicht wissen, dass Schwerkraft kommt. Stark. Gutes Ding. Ich frage mich gerade, ob die Pizza einfach so alt war, dass er das ohne Probleme machen konnte. Die war kalt, ja. Die war deutlich kalt. Das Geräusch, was die Pizza gemacht hat beim Hinfallen, war auch deutlich zu wenig Flatsch, zu wenig Ponk. Weißt du? Ja, auch, dass da keinerlei Käsebewegung oder so war. Nee, die war deutlich alt. Aber trotzdem, er hat all diese, schaut mal, meine Sachen fallen plötzlich runter, wenn ich sie zu schief halte, Leute, einmal kurz alle hops abgewatscht. Und war mit dem Teller vorbereitet. Das ist schon beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Heilige Scheidere-Gurke! Happy Birthday! Heilige Scheidere-Gurke? Was? Was hat sie gesagt? Heilige Scheide in der Gurke. Ja, das klang so. Habe ich auch nicht verstanden. Mir ist übrigens auch zu der Fleischer-Lady eine Sache bewusst geworden. Oh. Und zwar, es gibt keinen Grund, sie zu bekämpfen. Ist das eine No-Hit-Challenge? Oh wow. Nun. Ungefähr in der Richtung. Schau mal beim Milchbaum rein. Schau mal beim Milchbaum rein. What the fuck? Das ist wirklich. Das ist nicht mal übertrieben. Das ist uns auch schon so oft passiert. Man schaltet einfach mal kurz rein und das ist das, was man sieht. Das ist halt ganz normal. Ganz normaler Milchbaum-Nachmittag. Schauen wir mal beim Milchbaum rein. Sonja, Alter. Was geht mir ab? Jeder entdeckt eine völlig neue Welt.
Was zur Hölle? Just another Manic Monday. Jetzt die große Frage, wieso hat man eigentlich keinen Soundeffekt gesehen? Nein. Hey. Warum? Ich hab mich so vor den Ofen gestellt, weil es mir kalt war. War ein regnerischer Tag, weiß ich noch. Wenn man sich runterkniet, ist ja ganz natürliche Bewegung. Man geht runter mit dem Arsch, ne? Und ich gehe so nach unten und hier ist der Ofen und ich komme sowas von krank mit meiner nackten Arschbacke in dieses Ofen. Tipp an dieser Stelle. Für viele Menschen ist das tatsächlich eine natürliche Bewegung. Allerdings heißt es lediglich, dass man nicht im Gleichgewicht ist und mehr Beine trainieren sollte. Und ich habe mir so geisteskrank den Arsch verbrannt. Ich habe heute noch, Real Talk, ich habe heute noch, ich würde es euch zeigen, aber ich darf es nicht. Ich habe heute noch einen kleinen Abdruck davon, weil dieser Ofen so Rillen hatte. Ich habe noch so einen Grillabdruck an meinen Arschbacken. Aber hey, was, sorry. So ein Glück, dass das jetzt nicht irgendwie so ein Markengrill war und man irgendwie sich so das Logo noch reingebrandet hätte. So Brandmarkt, Alter. Einfach so ein Weber-Logo auf dem Arsch. Hast du da einfach für immer Miele zu stehen oder so? Mega. Macht Miele überhaupt Öfen? Ja, machen sie. Oder halt Nähe. Letzter lebender Hase. Die kommen mit der Ares. Und die kommen mit der Ares. Hey, was war das gerade? Lol, ich hab's gar nicht geblickt, Alter. War's da? Null. Neue Interaktionen? Am Yo. Computer freigeschaltet. Was ist denn eine Interaktion? Oh, Interaktion. Krieg oder Silvester von vor vier Jahren? Ach, das ist Hagel? Holy fucking shit, Alter. Alter, Bruder, drück die Schranke hoch. Das ist ja übel. Wow, das war ja insane. Krass. Ey, das Mikrofon hat es natürlich wahrscheinlich ein bisschen heftiger noch klingen lassen, als es vielleicht. Trust me, das klang heftig unter so einem Wellblechdach, ja, unter so einem riesigen, Alter. Das war crazy, übel. Alter. Yo, krass, ey. F-Schaub, böse. Lustig, aber böse. Hat mein Bruder übrigens heute erzählt. Bei denen hat es heute Vormittag paar Mal so geknallt in der Gegend, dass die Fenster von alleine aufgegangen sind. Der hatte Angst, dass die Scheiben rausspringen und er wusste nicht, was ist da los? Und hat herausgefunden, dass die Bundeswehr dort Manöver übt und das waren Jets, die durch die Scheibenmauer durchbrechen. Okay. Crazy, ne? Okay. Er hat mir gesagt, ich kann alles werden, was ich wollte. Also wurde ich zu einem Problem. Da ist doch Knaller, stimmt. Der Knaller. Fand ich lustig. Geburtstag, hey. Hey. Oh, das war ja zu mehr. Oh Gott, und das an meinem Geburtstag. Mahat. Mahat. Wild. Wer tut sich das denn freiwillig an? Das war der erste kritische Sprung. Yo, das fragst du, aber hast du mitgekriegt? Kennst du so diesen Saxophone-Controller? Ja, das habe ich mitbekommen. Hast du mitgekriegt, dass damit einer einen No-Hit-Run bei Dark Souls abgeschlossen hat? Das fand ich völlig krank, Leute. Die Leute haben zu viel Zeit. Das ist einfach. Digga, Alter. Ever mit Tanzmatte. Oh mein Gott. Schnappt ihn, bevor er wieder unten ist. Wo? Ich dachte, hier oben wäre jemand. Schade. Ja, doch, Matrix. Wow. Ja, nimm auf jeden Fall die rote Pille. Junge, was war das? Come on. So. Jetzt step by step. Digga, das habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen. So. Aber das kam jetzt neu raus und wurde ziemlich gelobt. Echt, ja? Ja, es war jetzt ein neues Jagged Alliance, was rauskam und die Leute haben es krass gefeiert. Krass, nicht mitbekommen. Ja. Ist Wally in seinem Haus? Sieht fast so aus, würde ich sagen. Oh nein, ich hätte speichern sollen. Was ist? Oh oh.
Was ist Dreamlight Valley? Das ist so Stardew Valley-mäßig nur. In 3D. Oh Gott. Und offensichtlich auch noch ich in wusste der. Es. Offensichtlich eine Early Access. Und wie wir von Fabian Siegesmund gelernt haben, immer aus der Tiefe des Raums schießen. Niemals so schießen. Ah! Ja. Jetzt seht ihr perfekt den Grund, warum man niemals so schießen sollte. Exakt. Ich bin auf dem Rückweg zu der Tante, oder nicht? VR-Spiel einfach viel zu realistisch, schön. Alter, wirklich. Oh Gott. Ich fühle mich gerade wie so eine richtig billige Reichweiten-Hure. Es gibt andere Streamer. Hanga, dieses okay, Thema haben Kontext, wir ja jetzt schon, wo wahrscheinlich um einiges genug in diesem Stream durchgekaut. Ja, dass immer wieder diese Schleichwerbung gemacht werden muss, dass es hier auf dieser Plattform ja auch noch andere Streamer gibt. Ich habe dir gesagt, vor Monaten habe ich es dir gesagt. Ihr dürft andere Streamer gucken, aber nur auf 160p und ohne Ton. Da habe ich gar kein Problem mit. Ich bin ja jemand, der teilen kann, Chat. Oh okay. Oh mein Gott, du hast wirklich einen Alu-Hut auf. Ich fasse es nicht. Die Reddit-Mods sind 0x. Die tun nur so, als wären sie Randoms. Und Freunde, der einzige Aluhut, den ihr im Leben braucht, ist der aus unserer neuen Conspiracy-Kollektion. Und das ist kein Spaß, wir haben wirklich einen geilen Aluhut am Start, den ihr euch gönnen könnt. Geht aber mal gerne auf shop.drfreud.de. Bitte? Du musst aufhören, den ohne das Design zu zeigen. Ja, denn ich hab halt nur das Production-Piece, Mann. Besser das als gar nichts zeigen. Nee, das tut mir weh, weil das Design so gut ist. Ja, also Freunde. Du wisst gar nicht, wie schwer das ist, was zu finden, was so kleinteilig ist und auf so einen Aluhut, also wirklich auf so einen silbernen Hut zu sticken. Das war ein Riesenthema. So ist es. Und am Ende pixeln sie über das ganze Faxfest drüber und sind alle so, oh, irgendwelche Random-Bots haben das weggemacht. Aber eigentlich waren das Reddit-Mods, die sich die Kredibilität über die Tage erpixelt haben, dass sie eigentlich Randoms sind. Das ist so smart. Ich glaube, dieses ganze Gepixel tut dir nicht so gut. Was? Was? Boah, dieser Kanal. Boah, ist so schlimm. Dieser 5-Minute-Crafts-Kanal ist so... Das ist so das Dümmste, was ich bis jetzt in meinem Leben... Hey, sorry, aber der ist richtig wild. Was der für eine Scheiße zum Teil verzapft, video-wise, ist wirklich... Wenn es nicht so nervig wäre, wäre es geniale Realsatire. Aber sie schaffen es sogar dabei, so nervig zu sein. Ja, ist wahr. Gesehen habe. Bestimmt was mit anfangen. So. Warum sind die Leute hier gestorben? Ach, deswegen. Ach so! Kate, wenn der Shelljump sitzt, ne, dann will ich euch ausrasten sehen. Kein Kommentar zu dem Play? Linke Maus! Nein. Entschuldige. Das war definitiv a way down. Was passiert? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Polaroid, ja. Cool. Aber dass es geht, finde ich cool. Kann man mit denen einfach so reden vielleicht? Geht das? It's big. Oh mein Gott! Ich liebe die Reaktion der Leute. Was so eine Scheiße. Das ist nicht okay. Ich war eigentlich freudig, ich das nicht nochmal sehen. Reicht jetzt. Für dich alle. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Oh Gott. Emotional Damage. Oh. Ja, D-Abo, ne? Ganz klar, D-Abo. Oh, übel, Alter. Vater. Das könnte das Gemeinste sein, was ich bei TCG je gesehen habe. Ja, Pute. Bin mir auch nicht sicher, ob er nochmal reingefolgt ist. Für dich alle. Weil du so alt bist, das sieht aus wie damals bei Jen und Toro. Hm,
Oh. Oh. Ja, es gibt ja in jeder Beziehung einen Gewinner und einen Verlierer, ne? Ich war ein richtiger Tollpatsch. Warte mal. Au! Ich bin nicht gut in Geologie, ne? In Geografie, in Geometrie, also alles, was mit G anfängt, bin ich nicht gut drin. Außer Geschlechtsverkehr. Oh Gott, nein, oh nein. Oh nein, das muss. Oh nein. Nein, 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 nein. Nicht, nein. Hallo zusammen. Gerade bin ich in einem CS2-Matchmaking und ich habe hier ein. Weirdes Aufzählen von Schulfächern, wenn du mich fragst. Mhm. Aber nun. Naja, du weißt ja nicht, wo sie zur Schule gegangen ist. In Frankfurt. Oh. Auf einer kleinen Kante stehe ich hier. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ich jetzt die Gegner hole. Viel Spaß. Der Trilux ist einfach auch anders wild in dem Spiel, ne? Das ist einfach so. Ich gerne mal. Oh. Der Trilux ist einfach heftig in Counter-Strike. Die Fluchtkapsel! Hier war doch irgendwo eine. Sechs. Aber, oh Gott, die ist hier, oder? Das war doch auch die Map, wo es den Riesenskandal gab bei einem offiziellen Match, wo ein Typ sich hat hochschultern lassen und dann über eine Dachkante in den Spawn der Gegner geschossen hat, oder? War das dieselbe Map, ja, ne? Ja, genau. Ah, der Olaf Pass. Olaf Meister, ja. Ja, ah, das war wild. Das war so wild, als es damals passiert ist. Da wussten ja auch die Kommentatoren gar nicht, wie sie darauf reagieren sollen. Fünf. Auch legendärer Typ. Nein, ja. Ich will nicht schon wieder sterben. Nein. Oh Gott, sie ist hier. Was soll ein sehr tolles Spiel sein, Dave the Diver? Habe ich ausprobiert. Oh mein Gott. Das Spiel wurde mir erklärt mit folgendem Satz. Also ich konnte gar nichts damit anfangen. Dann hat man mich gehuckt mit folgendem Satz, hat mir jemand zumindest so gesagt. Hat gesagt, ja, spiel das, ist ganz entspannt. Aber das Spiel wird so unfassbar abgefahren. Spätestens, wenn du mit Cthulhu über dein Sushi-Restaurant debattierst, wird's krass. Ich dachte mir... Amen. Was? Klingt fantastisch. Oh Gott. Onkel Obst, ich dachte gerade, es gibt eine Durchfallquote. Und dann dachte ich so, ach so, wenn man durchfällt und nicht der Durchfall. Ich dachte gerade so, was? Es gibt ein Durchfallquote? Ich wette, die gibt's auch. Jemand kommt rein, ne? Überraschungsgeschichten, wenn man gerade voll im Gang ist, ne? So diese, man kennt's ja. Dann bist du aber zu Gange und machst original den hier. Genau das. Genau das würde ich tun. Genau das. Okay. Ja. Ich könnte. Pauls 80er Jahre Clark Kent Locke in dem Ding einfach. Diese Stylo-Welle. Gar nicht gesehen. Ich finde, die sollte er richtig rocken. Richtig schön noch mit so Gel rein. Hätte ich Bock. Das könnte sein. Da war mein Tattoo noch nicht fertig bei der Aufnahme. Schade. Okay. Ich kann dann noch meinen Streamer schauen. Ciao, ciao. Oxygen. Hallo, ich will Blasen. Also nee, ich will Fische. Blase. Also Blasenfische. Oh mein Gott. Versteht ihr jetzt, warum ich Lachsmann heiße? Darüber nach. Smart. Aua, meine Lippe. Kennst du den Typen, der dann anfängt, Opern zu singen? Als seine Katze ihm in die Lippe hackt? Gut, oh, Sole mio. Oh Gott, sie liebt es. Help me. Herrlich. Twitch Clips Germany im Haus! Ja. Das ist nicht wahr. Er hat das Logo von Twitch Clips als Wrestler gebaut. Geil. Klimmidi, klammidi, klimmidi! Der graue, unscheinbare TCG ist da! Und ich will so hier lustig. Eindeutig Alarm machen. Geil. Bitte, ich würde mir gerne den, ich wollte schon sagen, den französischen Fernsehturm. Alter, was war das für ein Brainlag? Ich weiß gerade nicht, wie der heißt. Le Tour Eiffel. Oh Gott, wie heißt denn der Turm in Paris? Le Tour Eiffel. Ach so, ja, was ich nämlich eigentlich sagen wollte. Ich bin so dumm. Ab Januar. Aber ich habe vergessen, es ist ja Silvester und Weihnachten ist ja... Auch im Jan, also Weihnachten ist ja im Weihnachten, im Dezember und Januar ist im Silvester. Digga, der ganze Satz hatte, das war auf einem Level. Ich hoffe, ich wünsche ihrer Familie ganz viel Kraft und ich hoffe, sie hat sich vom Schlaganfall gut erholt. Das ist Edmund Stoiber-Level gewesen. Wenn sie am Münchner Hauptbahnhof, dann starten sie quasi, Entschuldigung. Oh Gott.
nicht sterben, bitte lass mich nicht sterben, bitte lass mich nicht sterben, bitte lass mich nicht sterben. Geronimo! Oh. Hallo? Man kann da gar nicht runterlaufen. Okay, witzig. Halt dich an mir fest. Komm ran da. Oh. Die reißen den Baum ab, das weißt du, ne? Ach, Quatsch. Quatsch, tut er nicht. Guck mal, der ist durchs Feuer gelaufen, ist doch gut. Lol. Okay, ich hab never mind, ich hab nichts gesagt. Nervig. Ich mag die Kleinen nicht, die sind voll gefährlich. Ich finde die schlimmer als den Großen, weil der Große, der kann nicht so viel. Oh shit. Das war der unspektakulärste harte Hit mit so viel Life-Loss, den ich je gesehen habe. Infinity! Hab. Bin ich bei dir. Das ist eine Smartwatch. Yes. So eine Uhr, die sagt dir, wie viel Uhr es ist. Also mit Touch. Was war denn am 30. Februar? Weiß nicht mal, was gestern war. Was war denn am 30. Februar? Digga, imagine, du wüsstest, was... Like, wie sehr hast du dein Leben im Griff, wenn du weißt, was gestern war? You know what I mean? Like, vorgestern. Geschweige denn im Februar, das ist decades ago. Oh mein Gott. Von der 30. Bin ich auf so einen schlechten Witz reingefallen. No. I didn't quite get that one, though. Ach, der... Den gibt's gar nicht, oder? Das muss man dazu sagen, Chat, zur Verteidigung von allem, was sie gesagt hat. Wenn Olli und ich uns montags sehen, es kommt die Frage, wie war dein Wochenende? Und ist die Antwort darauf im Auto meistens folgende. Was habe ich am Wochenende gemacht? I am driving? Am I driving? Oh, herrlich. Okay. Ihr Menschen, die das Leben im Griff haben, ihr wisst natürlich, dass der Februar der kürzeste Monat ist, oder was? Eat my shorts. Ein bisschen hoch. Frau Berger. Ja, Sir. Machen Sie sich bereit. Bin auf bereit. Go. Go. Fallschirm vergessen. Ich hab den Fallschirm nicht. Und wir haben ja gar keinen in der Schmiede. Hab ich ja gar nicht drauf geachtet. Wie heißen die Leute denn? Schmieder? Nee. Wie heißen die Leute, die schmieden? Schmiedemeister? Ja, Schmiedemeister. Schreib's auf. Schmiedemeister. Keine Schmiedemeister. Ahnung. Schmiedemeister. Schmied! Schmied, das ist ja naheliegend. Sehr naheliegend, ja. Ein Schmiede. Das war blöd. Ja, blöd jetzt. Kacke. Aber die haben auch eine Kackform, diese Viecher. Noch nicht nochmal die Schiene. Noch Mann! Weißt du, der ätzendste Teil. Ey, ihr könnt mich gerne zitieren. Ich habe, was ich das eins der letzten Male hier war, meinte ich, dieser Part hier ist einer der blödesten Kack. Game shut down because of too much Meckering. Guck mal, ich mache jetzt eine Geburt. Sag mal, das war wirklich geil. Ich komme nicht darauf klar, dass jeder Channel gebrandete Mikrofone hat. Und mit jeder meine ich Jen und Milchbaum. Und Krogi. Und Krogi. Dafür haben wir eine von 50, ne? So, jetzt zeige ich euch mal, was ich mit meiner Sheriff... Zeig dir, im Büro dann. Achso, die... War Spaß! Einen habe ich noch, oder? Digga, man kann... Was? Man kann in dem Spiel kegeln. Was? Mhm. Oder auch nicht. Ich habe ein dreckiges Höschen und ich habe schmutziges... ich habe weiches Klopapier. Könnt ihr sowas bitte nicht außer Kontext klippen? Dann habe ich ja wirklich ein Problem. Too late. I'm sorry. Aber das sieht wirklich auch nach Content aus, den ich auf dem Channel, der Anis Quatschwelt heißt, auch erwarten würde. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber es sieht so aus, als ob die ganz viel Spaß haben. Ich finde das toll.
Wisst ihr was, Chat, das machen wir so ganz locker. Ich schmeiß das mittlerweile so. Ja. Das ist am, an dem Green Force Food Truck, wo wir auch waren. Habe ich sofort wiedererkannt, tatsächlich. Darf ich fragen, welche Farbe deine Unterhose hat? Ja, darfst du fragen. Welche Farbe? Weiß. Weiß. Weiß, so schön clean. Immer weiß? Nö, heute weiß. Normalerweise, ich habe noch mehrere Unterhosen bei. Weiß darfst du, musst du Wechselhosen bei haben. Ja. Hallo. Ich versuche mit Trampen so weit in den Süden zu kommen wie möglich. Können Sie mir dabei helfen vielleicht? Wohin denn? Einfach in den Süden. Wo fahren Sie hin? Ich komme gerne mit nach München, wenn es geht. Das ist ja super. Oh, ich habe zu viele Filme gesehen, als dass ich Trampen. Also ja, ich finde das Konzept eigentlich super geil. Aber ich habe so Trust-Issues, wenn ich mit einem völlig Fremden nach München fahre. Könnte ich nicht. Denke ich eigentlich, der biegt irgendwo mit mir ab und zersägt mich im Wald, bin ich ehrlich. Ja. Puh. Du und zwischen einem Hostel in Bratislava und einem Hostel in Bavaria, da ist nicht so viel Unterschied. Ich habe dir die Story erzählt, als ich meinen Wohnwagen gekauft habe, ne? Ja, ja. Ich habe auch gedacht, ich lande in Polen irgendwo. Mhm. Völlig wild. Ja, in einer Metzgerei. Ja. Er hat ein bisschen Schräglage, aber das muss so. Das ist wie beim Motorrad, damit du dich ordentlich in die Kurve legen kannst. So ist das bei den Dinos ja auch. Weiß nur wieder keiner. Also nur bei einer Rechtskurve ganz schlecht. Ich hab's ins Meer geschafft, Freunde. Let's go. Oh, offensichtlich. Erlebt. Erlebt. Ja, offensichtlich hat das geklappt. Noch. Jetzt kriegt er Hautkrebs leider. Ich wollte gerade sagen, er leuchtet. Er leuchtet ganz schön. Einfach instant. Er kommt jetzt so, er kommt nicht mal am Wasser an, da ist er verbrannt. Löst sich so auf wie ein Avengers. Wie so ein Vampir, so, bumm, und fällt in Sand. Und dann kommt auch so eine Welle in sein Gesicht. Das ist schon geil. Außen ist auch einer, was macht er denn? Wo kommt er denn her? Ja, der kam her. Also wir können das schon klären, dafür brauchen wir den Tag, dann müssen wir am nächsten Tag wiederkommen in Ruhe. Excuse me? Oh mein Gott. Geil wäre halt, wir haben halt direkt eine Außenwand mit dem Tor vorne, weißt du? Ja. Okay. Ah, der schlechteste Bogenschütze der Welt. Was war das denn? Dieser Zombie hat einfach die Ausweichskills. Das kann ich. Siehst du, was passiert? Siehst du, was passiert? Er ja, beim lässt Loslassen macht er diese, er macht die Hand, also statt nur den Finger zu heben, macht er so. Mhm. Und dabei schiebt er die, jedes Mal leicht. Hörst du den? Du brauchst doch nicht Angst haben, vor was denn? Christi, vor was hast du denn Angst? Es ist doch heute wunderbar! Ein wunderbares Wetter mit Regen! Und ein gutes Spiel! Was ich gerade gespielt habe! Solltest du auf jeden Fall mal ausprobieren! Der Mittelteil kostet sehr dich auch wahrscheinlich nur 15 Euro. Ja, und ein gutes Spiel, das war. Das. Ich freue mich auch, liebe Autos von draußen. Yahoo! Mit ja, die kleinen Wetter! Wenn sich die Stimme so leicht überschlägt und ins Kratzige geht, dann finde ich es geil. Ja, ja. Das ist ja die crazy, das ist die crazy Hot-Skala, aber ganz oben am anderen der Ende. Der Mittelteil war ganz toll, fand ich, ja. Ja. War sehr authentisch. Ich hab Fragen. Was? Was ist da passiert? Ich hab gar keine Ahnung. Wenn er zu so einer Reaktion gekommen wäre wie, warte mal, ich bin eine Frau. das hätte zu dem Moment gepasst. Ich kann mir aber nicht erklären, warum man da sitzt und. Ich weiß es auch nicht. Ach, vielleicht das Shirt falsch rum anhat. Ah, das kann sein. Oh ja. Das kann so sein. So, Rick, was mit dir los? Geil ist, ich lese nur bei wie uns ist das Leben? Falsch rum, oder? Und denk mir, hey, wie sollen denn Brüste falsch rum sein? Wenn sie nicht so hängt, sondern andersrum. Oh mein Gott. Wenn Brüste so einfach so gedreht werden, Digga, das wäre so witzig. Oh mein Gott, wäre das lustig. Gott, war das dumm. Das, warte mal, daran kann ich gar nicht erinnern. Das ist irgendwie auch voll billig gewesen, so für so einen Park. Familienpark. Das ist irgendwie so ein altes Atomkraftwerk.
Du gehst in ein altes Atomkraftwerk, um Pommes zu essen? Stripsdrill, oder? Pommes, Eis und Saftgetränke sind inklusive. Du nimmst Pommes-Schranke sehr ernst, habe ich das Gefühl. Ja. Also Stripsdrill war dieser Park, oder? Ja. Diese Katze, ey. Chonk muss jetzt wieder ausbaden, dass sich Rezo nicht für sie entschieden hat. Thumbnail was steht. Geiles Thumbnail, ja. Bitte. Bitte, ich muss diese Katze, Alter, ich komme auf diese Katze nicht klar. Die Katze ist super geil, ja. Ich wünschte, sie würde so immer aussehen. Ja. Wie gut das wäre. Ich wünschte, man könnte sie jetzt auch schreien hören. Wow. Was? Smudo ist alt geworden. Kann man das bitte genauso samplen? War irgendwie geil. War irgendwie geil als Drop, fand ich. Sie ist müde, deswegen spricht sie so tief. Ja, sie so, oh, ja, das ist Thomas D. Ihr habt so natürlich recht. Nein, meinen Witz verkackt. Oh, müde und ich bin so müde. Ich glaube, ich muss gleich schlafen. Naja, ich auch. Ja. Möchtest du mit mir? Okay, wir müssen los! Ja. Es war schön mit euch! Es ist geil hier! Was für eine geile Perspektive gewesen, bitte! Na, Vlog. Das ist ja gut, Alter. VR-Chat wird ja immer besser. Bin gar nicht da. Wie einfach IRL-Stream in VR-Chat. Hey, also übrigens, lass dich nicht erschrecken, ja? Wollte ich nur noch mal ganz kurz dran erinnern. Alter! Ich könnte jetzt sagen, wett nicht, fahr selber rein, aber das wäre eine blöde Ankündigung. Ich habe übrigens, als wir Mario Kart gespielt haben in unserer Challenge neulich, habe ich wieder für mich festgestellt, wie viel geiler Diddy Kong Racing war. Scheiße. Ich hab's ja gewusst, dass das heute sehr wehtun wird, ne? Also fängt dir ganz cool an, ne? Also muss man ja sagen, oh, Sabuktu, da bin ich da. Sabuktu? Na? Krass! Na? Was ist Sabuktu? Hat ja gut begonnen! Sabuktu nee, ist vielleicht der Username von demjenigen, der das gemacht hat. Nee, das ist Star Trek, oder? Was ich gerade im Kopf hab. Nee, das ist doch Jurassic Park. Hä, was hab ich denn im Kopf? Diese Melodie. Das ist Star Wars. Eindeutig Harry Potter. Ja, definitiv. Ja, weil da so viele Haare sind, die du. Oh nein, er wird epiliert. Oh mein Gott, jetzt verstehe ich das Gesicht. Epilieren ist schlimm. Oh, sieh's. Wie kann man denn so viel Spaß daran haben? Also, ja. Kann ich dir sagen, wenn man das sein Leben lang macht und dann das beim anderen Geschlecht mal machen darf, dann, ich glaube, das genießt man sehr. Tut anders weh. Ist das sein Stuhl, der knarzt, oder ist das das Geräusch der rausreißenden Haare? Und deine Zähne. Ich habe manchmal so, ich kann ein bisschen nachvollziehen, aber ich habe manchmal so, wenn ich im Kühlschrank was sehe, was verschimmelt ist, dann lege ich das ins Gefrierfach und denke, dann nehme ich das nächste Mal mit, wenn ich Müll rausbringe. Aber wenn es im Gefrierfach ist, dann riecht es zumindest nach nichts. Aber ist ja richtig, ist ja wahr. Ist ja legit. Wenn du was im Kühlschrank hast, riecht es tatsächlich, wenn es ein bisschen müffelt, weniger als wenn es warm ist. Dann müffelt es mehr, weil es mehr gammelt. Bring's halt raus. Ja, das wäre noch einfacher. Aber es gibt halt Leute, die haben mit so Gerüchen halt richtig Probleme und können das halt nicht, ne? Meine Frau zum Beispiel. Die kann das gar nicht. Die übergibt sich dann sofort. So. Mach den Sack das halt hier zu. Ist im Prinzip die Ecke, in der das Bett war. Digga, ich habe eine Idee. Wird auch ein Spitzenvideo. Anne fürs Müll rausbringen, besorgen wir Anne einmal so ein Powerlifting-Riechsalz. Mm. Mhm. Meinst du, wie schnell der Müll da weg ist? Da? Und riechen tut sie da auch nichts mehr für eine Viertelstunde. So, und jetzt seht ihr die ganzen Kippenstummel, weil ich muss es euch jetzt verraten,
ich rauche ganz gerne im Bett vorm Schlafen eine Zigarette und morgens, wenn ich aufstehe, auch. Und deswegen habe ich gedacht, ich lasse liegen, damit ihr es wisst. Ich rauche nämlich richtig gerne. Nein, Mann, ich rauche nicht, das sind Oropax. Nee, aber cool, wir werden das spielen mit ihr werden, ne? Wir. Was? Ne? Verstehst. Kurz an den Quarzen. Was, wenn ich ganz links fahre? Ich fahre jetzt auf der Mittelspur. Was willst du machen? Na und? Hä? Was jetzt? Was willst du tun? Das ist ohne Spielsound irgendwie weird. Ich hab mich verfahren. Bro, nein. Als ob ich mich sogar im Bus-Simulator verfahre. Nun. Freunde. War witzig. Das war lustig. Das war lustig. Schaut doch noch eine Folge. Bis gleich. Gang, gang. Strong Woman. Balloons. Oh Gott. Gang, gang. Gang, gang. Gang, gang. Strong Woman. Ice cream, so good. Ice cream, so good. Ah! Oh, hast du das All Hope is Lost Meme gesehen, was ich dir vorhin geschickt habe? Ja, 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 ja. Oh. Lass bitte, gang, gang. Lass yes, bitte, yes, yes. Lass yes, bitte nicht yes, yes. Gang, gang etablieren. Oh. Und auch, Freunde, ist so lustig. Gang, gang. Es ist so unsagbar lustig, dieses Video. Es ist der Niedergang jeglichen Respekts für die Menschheit, den ich da sehe auf TikTok, ey. Scum and Psycho, danke schön für 25. Oh, Scum and Psycho, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich meine natürlich. Ice cream, so good. Coconut. Strong Woman. Gang, gang. Ich liebe das so sehr, Mann. Ich weiß gar nicht, warum. Das unterhält mich einfach auf einem anderen Level. Ey, wirklich, wenn du das siehst, Alter, jeder, der so einen Stream gemacht hat und den ernst meint, ich meine jetzt nicht wie wir, so auf so Metaebene ohne Netz und doppelten Boden Scheiße finden, aber jeder, der den ernst meint. Ja, verloren. Sorry. Verloren. Übrigens, Frage. Hey, Olli, hast du mitbekommen, dass der eine Ring, also die Magic the Gathering-Karte, über die wir neulich geredet haben, ja, habe ich mitbekommen für 2,6 Millionen an Post Malone verkauft, tatsächlich. Der ja, alte Magic-Spieler. Sympathischer Kerl. Und übertrieben krass. Ihr wird gefragt, welches Knie muss die 360, damit es stimmt. Wir geben nie ein Knie vor. Auf das Knie, was ihr möchtet, aber ansonsten, wenn ihr eine Vorgabe haben möchtet, dann das rechte Knie. So. Aber ihr könnt das hinpacken, wo ihr. Mario Goes Raw, Dankeschön für 10. Vielen Dank. Vielen Dank für eure Subs, Freunde. 301 neue Subs schon heute. Das macht das ist Mario Goes Raw. Oh, Jolene. Dankeschön. Wenn ich Jolene höre, habe ich immer sofort einen Song bekommen. Ich auch. Ja, 06, 06. Aber Flo, ich muss jetzt mal unter Männern sagen, du hast eine sehr, sehr schöne Jolene. Ja, stark, 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 stark. Nicht schlecht. Apropos unter Männern, so hart ist die Ausbildung bei der Bundeswehr. Oh ja. Oh, Programmier-Tim. Programmier-Tim, dankeschön. Dankeschön, Programmier-Tim. Vielen Dank. Kann ich mir pro Knie eine 180 drauf tätowieren? Witzig, aber dann muss irgendwo die 360 noch in die Mitte. Auf den Sack. Außerdem, ja, ich auch wirklich. Außerdem mach's nicht, das ist ja doppelt so teuer tatsächlich. Aber Taro sagt, wieso kann ich dieses geile Banner nicht wegklicken? Komm, ich geb dir noch ein geiles Banner, was du nicht wegklicken kannst. Hier, guck mal. Freunde, wir klatschen euch zu mit Werbebannern. Kein Problem. Ja. So, seid ihr bereit? 44 Minuten Real Stories Deutschland. So ist es. Ich mach mal. Sollte nicht so leicht sein. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie leicht es ist. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück auf eurem absoluten Lieblingskanal für Bundeswehr-Content. Yes, das sind wir. So hart ist die Ausbildung bei der Bundeswehr. Real Story, Bro. Rein da. Mit einem neuen Projekt wirbt die Bundeswehr junge Menschen an. Für 1.400 Euro netto 12 Monate freiwillig dienen. Hab mich drauf gefreut, auch mal ein bisschen herausgefordert zu werden, gerade auf. Hä, das sind ja weniger als 140 Euro im Monat. Ja. Nein. Ja. 1.400 Euro netto, 12 Monate. Ja. Nice.
so dieses Sportliche oder eben, dass wir dann auch mal schießen dürfen. Insgesamt 9000 Männer und Frauen. Nice. Ich krieg zwar nicht so viel Geld, aber ich darf wenigstens schießen. Auf Menschen. Das macht mich glücklich. Abmunitionieren, sage ich dazu nur. Abmunitionieren. Und haben sich auf die 1000 neuen Stellen der Armee beworben. Was begeistert die jungen PS, ich finde das Projekt gar nicht so schlecht, muss ich an der Stelle wirklich mal sagen. Und, das muss ich ja auch mal sagen, ich mache mich ja ständig drüber lustig. Oder oft zumindest, auf so eine Art und Weise, auf so eine bestimmte. Und ich weiß, die Bundeswehr hat Probleme. Aber, A, ich wollte ja selber hin, ich durfte nur nicht. Ich wollte da studieren und wollte da beruflich hin, aber ich durfte halt nicht. Ich wollte nicht hin und sie wollten mich aber auch nicht nehmen. Ja, das ist der Unterschied. Ja. Und jeder, der schreibt, nee, Bundeswehr abschaffen. Schwierig. Bro. Da sind wir leider noch nicht. Da wollen wir alle hin. Ich bin bei dir. Alle mitmachen, ja. Wenn alle mitmachen, ja. Das ist richtig. Aber jetzt gerade noch nicht, nee. Aber aktuell bin ich eher bei Georgi. Schlechter Zeitpunkt. Ja, gerade nicht so. Das Timing muss stimmen, weißt du? Ja, genau. Aber prinzipiell, ich kenne eine Handvoll Bundis, vor allen Dingen eine Handvoll Berufssoldaten nur persönlich. Und ich muss sagen, alle fünf, tatsächlich eine Handvoll, alle fünf Spitzenleute. Also wirklich absolut tolle, fantastische, würde ich sogar sagen, Menschen. Deswegen dürfen wir nicht auch, ich sage das nur jetzt als Prolog, wenn wir uns irgendwie über Bundeswehrsoldaten lustig machen oder da mal ein, zwei Schoten raushauen während des Videos. Es ist auch lustig gemeint. Es ist keine Verallgemeinerung, weil die einzigen Bundis, die ich wirklich persönlich kenne, sind absolut klasse Leute. Für die würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass das absolut korrekte Leute sind, die nichts mit dem schlechten Image der Bundeswehr zu tun haben oder mit dem teilweise schwierigen Image. Deshalb, ne, seht's uns nach. Ich frage mich immer, ob diese extremen Aussagen im Internet, so wie Bundeswehr muss komplett weg, ob sowas eigentlich nicht so aus russischen Thinktanks kommt, weißt du, so wo Putin hinterm Rechner sitzt und sich denkt, wenn sie mir das nachschreiben, dann ist das alles einfacher. Ja, und weil die Frage gerade kommt, warum durftest du nicht, ich bin zu 50% schwerbehindert. Da haben sie gesagt, nee, Bro, das wird nix. Teilnehmer. Echt toll, das Gerät. Gefällt mir. Ein Viertel steigt gleich wieder aus. Dafür will sich jeder Fünfte für länger verpflichten. Mit dem Wissen, dass es dann auch zu Auslandseinsätzen. Noch genauer muss ich werden, ich habe eine Angleichung auf 50%. Die ist nur wichtig für den Gesetzgeber. Kommen kann. Es ist halt so eine Sache. Ich glaube, es ist eine richtig, richtig krasse Erfahrung. Geil, sein Name ist Shake It, ey, das ist ja mega. Wer wird sich am Ende verpflichten und wer kehrt dem Bund den Rücken? Aha, geil, das schöne G36 war das. Der Truppenübungsplatz Wildflecken oder? In der Rhön. War doch ein G36, oder? Hier an der Grenze von Bayern zu Hessen absolvieren Freiwillige einen einjährigen Wehrdienst im Heimatschutz. Digga, was hat denn er für eine Wumme in der Hand? Digga, da kommen die schon alle mit ihren fetten Wummen und er so, Digga, wie seid ihr noch unterwegs? Guck mal hier. Das ist halt ein Maschinengewehr samt Zweibein. Digga. 7 Monate davon werden fast 70 junge Männer und Frauen am Stück ausgebildet. Wer hat ihm wehgetan? Die Stöcker stellen die Straße dar. Wir haben hier den schwarzen Stein als Kindergarten. Symbolbild unserer Bundeswehr, tut mir leid. Viel geiler hätte ich es gefunden, ohne Scheiß. Also manch einer macht das auf dem Tablet und hast du nicht gesehen. Aber ich muss auch dazu sagen, geiler hätte ich jetzt gefunden, wenn noch 3 Leute wirklich auf dem Boden gehockt hätten und mit so grünen Plastiksoldaten noch so die da, aber auch so nicht so geschoben, sondern so. Aber es ist auch völlig richtig, Leute. Ich weiß ja, wie es wirklich ist. Ich weiß, sowas wird auch unterrichtet und es ist eine tolle Fähigkeit. Weil es völlig richtig, wenn du unterwegs bist, hast du kein Tablet. Ich habe das einmal als Prolog gemacht. Ja. Reicht jetzt. Ja, wir rechtfertigen uns jetzt nicht mehr für jeden Lacher. Ja. Steine stellen die Bebauung dar. Ist trotzdem witzig. Wie der Patrouillenweg. Ja, ist sauig. Patrouillen geht von Kindergarten nach Westen. Bis zur Kreuzung. Da muss man Meldung machen. Gehen wir zur Schranke, nochmal eine Meldung. Und ich muss an der Stelle ganz kurz sagen, Ray Mino,
Ja, wir raffen's. Wenn du es nicht erträgst, dann sehen wir uns einfach in ungefähr 75 Minuten wieder. Bis dahin kannst du dir ganz entspannt eine Auszeit gönnen. Machen. Dann gehen wir wieder zurück nach Osten und lang. Rund 180.000 aktive Soldaten sind derzeit in der Bundeswehr. Doch es gibt ein Personalproblem. Allein im vergangenen Jahr blieben mehr als 20.000 höhere Stellen unbesetzt. Zudem gilt die Truppe als überaltert. Grund genug, für beruflichen Nachwuchs zu sorgen. Jeder fünfte Newcomer ist eine Frau. Neu mit dabei die 20-jährige Annika. Warum hat sie sich nach dem Abitur für dieses Pilotprojekt entschieden? Ist das die gesagt hat, ich kann schießen? Für mich war es wichtig, auf jeden Fall erstmal ja, ne? zu eine wissen, Waffe zu kriegen und zu schießen. Ist das überhaupt was für mich? Weil ich meine, ist ja offensichtlich, als Mädchen ist es immer noch mal vielleicht was anderes. Und da muss man ja auch erstmal schauen, wie man damit klarkommt. Genau, und deswegen wollte ich halt erstmal schauen, komme ich überhaupt hier mit dem ganzen, sag ich mal, System klar? Ist das was für mich? Erstmal zum Reinschnuppern. Denn eigentlich hätte Annika auch Lust zu studieren. Biologie zum Beispiel. Kann man bei der Bundeswehr doch wunderbar, oder? Ob sie oder? Dieser Crashkurs ja, vom Soldatenleben überzeugen kann? Ich bin aufgeregt. Das kann ja, nicht jeder. Ja, ein bisschen. Mal sehen, was gleich kommt. Seit 1975 gibt es Frauen in der Bundeswehr. Zunächst nur im Sanitäts- und Musikdienst eingesetzt, stehen ihnen seit 2001 alle Laufbahnen offen. Knapp 18.000 dienen als Zeitsoldatinnen. Annika soll jetzt mit ihrer Patrouille mögliche Gegner aufspüren. Ich bin ganz ehrlich, ne? Mhm. Alleine für diese Übungen, nur für diese Übungen, nie für den Ernstfall. Scheiß auf den Ernstfall, wirklich f*** den Ernstfall. Ich hasse Krieg und ich wäre von heute auf morgen super gerne an dem Punkt, wo wir all den Scheißdreck nicht bräuchten. Aber nur für diese Übungen hätte ich Bock mitzumachen. I'm not gonna lie. Bruder. Einige Ausbilder haben sich als Angreifer versteckt. Geschossen wird mit Platzpatronen. Annikas Alpha-Zug gelingt es zwar, den Gegner in die Flucht zu schlagen. Doch mit ihr sind die Ausbilder nicht... Ich kenne nicht genug aus. Ist das das Ding... Oder ist das eine Abwandlung von dem Ding, was sie früher Nazi-Säge genannt haben? Kein Scheiß. Ja, ist es. Okay. Dicker zufrieden. Ist das eine geeignete Stellung? Ist das eine geeignete Stellung, wo sie sind? Die kann ich spielen Krieg und er läuft da so casual rum. Digga, scheiß Versteck, Alter. Nee, das ist ja ein Training. Er muss ja korrigieren, ja, er muss ja unbedingt eingreifen. Ich finde die Situation nur so absurd. Mega witzig. Ja, was bietet mehr Schutz? Gleich die Hauskante, ja, da haben sie genau denselben Sichtbereich, ja. Ja. Also, verschieden. Und weil der Chat das gefragt hat, ich gehe mal ganz stark davon aus, dass das keine scharfe Munition ist. Nee, ich weiß, was ich daran so absurd finde, ist, es wirkt auf mich wie 6. Klasse Sportunterricht. Nur mit Waffen. Das ist halt irgendwie so. Ich hab's mir anders vorgestellt. Ja, aber ganz ehrlich, das klingt jetzt übelst blöde und für, ne, ist mir schon klar. Aber ein Grundverständnis. Ja, musst du haben. Für Taktik und Positioning hat ja nicht jeder. Ja, ja, ja. Und ich schwöre dir, ja, ich weiß. Gamer haben Vorteile. Ja, ist wenn wahr. Wenn du dann noch ein bisschen interessiert bist und du hast zum Beispiel viel wirklich in die Richtung Airsoft oder viel in die Richtung, hier, Marker, sag an. Paintball, ja. Und so gemacht. Ich schwör's dir. Hilft. Der sogenannte wohl nicht ihre Sache. Dabei ist das nur der Auftakt. Die nächsten Übungen sollen anspruchsvoller sein. Gleich wird ausgewertet. Wer hat sich bewährt und wer hat gepatzt und die anderen vielleicht sogar in Gefahr gebracht. Kameraden, sammelt! Das ist nämlich das ist Ding, die ne? 20-Jährige mit ihrer Leistung zufrieden? Man guckt natürlich dann erstmal schnell, okay, ich laufe rechts, das heißt, ich muss dann rechts eine Deckung suchen. Guckt natürlich erstmal, wo ist ein geeigneter Punkt. Stand ich jetzt am Anfang nicht richtig, habe ich mich dann nochmal verschoben. Ausbilder der sogenannten Heimatschützer ist Oberleutnant Franz Winter. Der 26-Jährige geht mit den Soldaten alle kritischen Punkte durch. Was natürlich im Vorfeld klarkommen muss, sind... Wie absurd es ist, kannst du dir unsere Lena einfach in exakt dieser Position vorstellen? Absolut. Also ich find's irgendwie geil. 100%. Ich find's halt irgendwie geil. Wirkung vor Deckung. Mhm. Wird hier im Chat geschrieben. Mhm. Spannend. Ist wahrscheinlich so eine Grundausbildungs-
Weisheit, von denen man so 50 an die Hand kriegt. Die Meldungen, ja, ist elementar wichtig für unseren Gruppenführer, damit er ein klares Lagebild hat, ja. Und diese Meldungen müssen durch die Gruppe durchgehen, weil dann kann es nicht sein, dass die Frau hier hinten als letzte Person gar nicht weiß, was hier vorne abgeht, ja. Und sie lassen... Welche Lena? Lena ist eine Freundin von uns. Lena gehört zu einem Schlag ganz fantastischer Menschen. Und wenn ihr sie mal hören wollt, im Paul präsentiert was Podcast ist sie auch schon in einem Interview mit Paul. Und auch zu sehen in unserem Fieber. Das ist das Problem. Genau, und die ist Ausbilderin an der Waffe, Nahkampfausbilderin. Hat mir das sehr gut gefallen. Leutnant XY, bla, da kenne ich mich jetzt zu schlecht aus. Die Stellungen hat mir das gut gefallen. Es war natürlich anstrengend, nicht Formula, ist auch ziemlich warm heute. Und das muss ja auch immer alles schnell gehen, man muss sich schnell verschieben. Sie ist kein Influencer, sagen wir es mal so. Die Deckung findet. Aber also als Fazit kann ich sagen, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. 16 Uhr. Für die junge Männer. Dadurch, dass sie mit Waffen umgeht, ist es eher Formaldehyd, Lena. Männer und Frauen ist heute Dienstschluss. What? Okay. Die Wochenenden, weil sie sich immer was mitnimmt vom Gegner oder was und dann einlegt. Die Abiturientin genießt die Auszeit vom Kasernenleben. Ich meine, die Kameraden hat man ja auch irgendwo lieb gewonnen. Aber natürlich ist es dann auch mal schön, wenn man da mal wieder ein bisschen Abstand hat und mal Zeit für sich vor allen Dingen auch. Freizeit, das heißt für Annika meistens Sport. Ich gehe jetzt joggen, das mache ich jeden Morgen. Gerade jetzt auch, wenn ich zu Hause bin, eben, dass ich fit bleibe für bevorstehende Herausforderungen. Unter dem Slogan Dein Jahr für Deutschland hat die Bundeswehr 1000 Stellen für den freiwilligen Wehrdienst geschaffen. Von rund 9000 Bewerbern für diese Plätze spricht das Verteidigungsministerium. Annika hat einen Platz bekommen. Ich war schon immer sportlich sehr aktiv, macht mir halt sehr viel Spaß. Genau, und das war natürlich auch einer der Gründe, warum ich dann mich entschieden habe, zur Bundeswehr zu gehen, weil ich da natürlich darauf gehofft habe, auch sehr gefordert zu werden. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der aus einer Zeit kommt, wo es noch einen Pflichtwehrdienst gab, wurde ja kurz danach abgeschafft, eine Wehrpflicht, genau. Ich finde dieses System, wie wir es jetzt haben, eigentlich das Bessere. Es muss nur genug Geld auch da sein, damit das ein attraktives Angebot ist für die Leute, weil sonst ist das ganze Konzept für den Arsch, wenn da keiner hingeht, weil die alle denken so, ich verdiene hier eh kein Geld. So. Ich möchte mich dazu nicht öffentlich äußern müssen. Und das wollte ich auf jeden Fall. Mit Fitness hatte die Thüringerin bisher keine Probleme. Eher mit dem schweren Arbeitsgerät. Also die Ausrüstung, die hat schon einiges gewogen, teilweise 20 bis 25 Kilo. Ich möchte auch diesen Kommentar kurz mit euch teilen. Immer nur Wehrpflicht. Nie heißt es Wo-Pflicht oder Wie-Pflicht. Schön, danke. Dankeschön. Das ist fast die Hälfte von dem Körpergewicht, also schon einiges. Die Anfangszeit war schon echt belastend. Also man hat es gerade an den Schultern extrem gemerkt. Ja, weil du Joggerin bist. Dann ging es auch ein bisschen auf die Knie. Doch Annika hat sich durch die Grundausbildung erfolgreich durchgebissen. Mach mal Jetzt wurde sie zur Gefreiten befördert. Die muss unbedingt Kraftsport über einen machen. Job beim Bund ist sie zum ersten Mal im Internet gestolpert. Eine YouTube-Serie über Frauen bei der Truppe hat ihr Interesse geweckt. Die Rekrutinnen? Ich glaube ehrlich gesagt, ihr linkes Bein war länger als das rechte. Oder sie hat einen Hüftschiefstand. Oh, ich bin so versaut. Ich bin so versaut. Durch deine Trainerausbildung ist, jetzt, ne? Ja. Ich finde ganz ehrlich. Vor allen Dingen durch dieses Screening und so, was wir so viel gemacht haben. Ja. Rekruterinnen auf YouTube ist natürlich bekannt. Und ja, das habe ich mir natürlich auch angeguckt, so wie auch meine Kameradinnen haben das auch gesehen. Und da gab es ja auch schon ein paar Einblicke, eben wie das Leben so bei der Bundeswehr ist. Und ja, einige Sachen davon haben wir auch schon erfahren. Mit solchen unterhaltsamen Videos versucht die Bundeswehr, die Armee, jungen Frauen schmackhaft zu machen. Das sieht voll leicht aus, aber es ist nicht leicht. Also ich denke, als Arbeitgeber ist die Bundeswehr haben sie uns nicht machen lassen auf der FIBO. Deshalb attraktiv, weil es ist mal was komplett anderes. Also das war für mich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das ist was, das hat man nicht, das ist nicht alltäglich. Das kann man, so eine Ausbildung kann man eben nur bei der Bundeswehr erhalten. Und ich glaube eben einfach der Wunsch, mal was anderes zu machen, was Neues, was komplett Neues auszuprobieren. Ja, das ist wahrscheinlich der Wunsch bei vielen möglich. Ja, zum Abenteuer. Doch bloß nicht zu viel, scheint das Motto der neuen Soldaten zu sein.
Denn gefährliche Auslandseinsätze kommen für die Heimatschützer nicht in Frage. Sie rücken nur heimatnah ein. Also wenn es dann wieder losgeht in die Kaserne, ist man natürlich immer schon so ein bisschen, ja, es ist traurig, wieder wegzugehen, aber ja, ist schon immer so ein bisschen so, man verlässt wieder das Zuhause. Aber man freut sich natürlich auch wieder auf die Kameraden, auf die Ausbilder, klar. Bisher gefällt der jungen Frau das Soldatenleben. Ob sie sich nach dem Wehrdienst als Zeitsoldatin verpflichtet oder lieber als Zivilistin studiert, das weiß die Abiturientin noch nicht genau. Noch bleiben ein paar Monate bis zur Entscheidung. Anderer Tag, neuer Ausbildungsblock. Bei den Heimatschützern steht Katastrophe. Ich muss den mitnehmen, weil Max Wolper es auch schon geschrieben hat. Wie genau ist heimatnah definiert? Polen. Den kannst du nicht liegen lassen, den Joke. Schutz auf dem Übungsplan. Eingewiesen werden sie von der örtlichen Feuerwehr. Also als nächstes werden wir dann hier mit den C-Schläuchen vom Verteiler abgehen und hier dann die verschiedenen Strahlrohre mal ausprobieren. Erstens, wie funktioniert so ein Strahlrohr, was für Einstellmöglichkeiten habe ich? Strahlrohr. Und dass ihr auch mal ihre Handhabung damit üben könnt. Nach Aussetzung der Wehrpflicht 2011 könnte das Projekt nun die Zahl der Bürger in Uniform wieder erhöhen. Weniger militärisch, sondern alltagsnah. Wir haben hier den Auftrag bekommen, den Heimatschutz in der Ausbildung zu unterstützen, gerade speziell, was technisch eben angeht. An der Station hier haben wir jetzt die Ausbildung, Abgabe von Wasser, damit die Kameraden da ist schon mal. Das finde ich wirklich richtig gut. Ja, total. Viel zu wenig Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema Erste Hilfe, die sich mit dem Thema Rettungsassistenz, die sich mit dem Thema Löschleitungen und so weiter und so fort, überhaupt auskennen. Wir haben das THW, was völlig überfordert ist. Wir haben völlig unterbesetzte Berufsfeuerwehren, noch katastrophal unterbesetztere freiwillige Feuerwehren, die nahezu aussterben. Ich finde es richtig, das finde ich gerade legit richtig gut. Ja, wenn du dann irgendwelche Flutkatastrophen im eigenen Land hast, ist es halt super, wenn du eine Truppe hast, die du einsetzen kannst, die halt helfen gehen können. Ne? Und nicht dann am Ende sich irgendwelche rechten Schwurbler zusammentun, um Fake-Hilfe zu leisten, ne? Ja. Der Hand gehabt haben oder eben ein bisschen Handlungssicherheit bekommen eben, weil die im Ernstfall dann eventuell die zivilen Rettungskräfte unterstützen müssen. Für die meisten Soldaten ist so etwas völlig neu. Manuel Schachheit ist gelernter Zweirad-Mechatroniker. Zu wissen, wie man ein Feuer löscht, wenn man schon in Berührung mit so einem Fahrzeug kommt, ist, glaube ich, auch sinnvoll. Nicht nur im Katastrophenschutz, auch zum Beispiel im Einsatz. Und ich freue mich darauf, in Berührung damit zu kommen. Ich werde einfach mal so fest wie möglich halten und schauen, was auf mich zukommt. Los geht's. War da nicht was, dass die Bundeswehr gar nicht im eigenen Land zum Katastrophenschutz eingesetzt werden kann? Es ist, aber es ist schon natürlich auch mit Hürden verbunden. Aber es gab ja damals diesen Fall, wo, war das Bundeskanzler, Bundespräsident? Ich weiß gerade gar nicht, war Ministerpräsident von einem Bundesland, oder? Der das gemacht hat, aber eigentlich nicht durfte und dafür tierisch auf den Sack gekriegt hat. Schmidt in Hamburg, ne? Genau, Helmut Schmidt war das, genau. Ja, aber die Bundeswehr darf in Katastrophenfällen auf jeden Fall unterstützen. Ja, ja, es darf nur nicht jeder entscheiden. Genau, das ist genau das Ding, ne? Die neuen Heimatschützer werden aber nicht mit der eigenen Ausrüstung bei Feuern anrücken. Sie sollen vielmehr die Brandschützer vor Ort unterstützen. So. Und das auch nur bei... Die Bundeswehr schützt Deutschland und die deutschen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgerinnen und Staatsbürger nicht nur im Spannungs- und Verteidigungsfall, bei Naturkatastrophen und besonders schweren Unglücksfällen, aber auch bei Großveranstaltungen berät die Bundeswehr zivile Stellen und stellt auf Anforderungen Kräfte zur Verfügung. Ja, das ist doch eine gute Sache. Ja. Auf Anforderungen, also wer auch immer sie da anfordert. Bei größeren Katastrophen. Ein Beispiel für solch eine Kooperation ist die Flutkatastrophe von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Guck mal. Hier hat die Bundeswehr mit schweren Bergepanzern und vielen Helfern angepackt. Mehr als 2300 Soldaten sind in den von Hochwasser zerstörten Orten wochenlang eingesetzt. Hand in Hand arbeiten sie mit dem technischen Hilfswerk und den Rettungskräften fantastisch. Zusammen. Ja, Kräfte bündeln. Ich denke, es ist eigentlich gerade perfekt. Mit dem Hochwasser und mit der Corona-Amtshilfe. Genauso habe ich mir das auch vorgestellt. Und da muss man, sage ich ganz offen, da muss man Respekt vorhaben, finde ich persönlich. Und auch anerkennen, dass das wichtig ist. Ne? Und deswegen sage ich auch, muss so ein Beruf halt auch
gut bezahlt sein, damit der attraktiv ist, damit genug Leute darauf auch wirklich Lust haben, weil das ist ja auch nicht ungefährlich am Ende des Tages. So, dass damit wir da halt nicht nur den, sorry, aber damit du halt nicht nur den Bodensatz da bist oder hast, sondern damit du eben attraktiv auch wirklich bist für jeden. Ja. Gesetzt werden und da werden wir auch geschult und ich finde es eine gute Sache und deswegen habe ich das Heimatschutzprogramm gestartet für mich. Der Kampf gegen die Corona-Pandemie war der größte Inlandseinsatz der Bundeswehr überhaupt. Rund 25.000 Soldaten halfen beim Testen und Impfen. Umso wichtiger ist es also, die zukünftigen Helfer in Uniform auf ihre Einsätze vorzubereiten. So wie bei der Löschübung. Deswegen immer zwei Mann, weil das merkt man nachher, wenn hier richtig Druck drauf ist. Okay. Ja, und wenn man dann aber das Gefühl hat, ich verliere die Kontrolle, lieber zumachen. Klar. Ja, alles okay. Klar. Dass da für ein Druck drauf sein muss, ja, ne, dass du sowas gespannt, gesagt bekommst. Ich ihn jetzt hier festhalten muss und wie viel Druck das dann auch wirklich im Endeffekt hat. Ja, man merkt schon. Dann Wassermarsch. Boah. Ist das größte Rohr der Feuerwehr schwieriger zu handeln als das Standardwerkzeug? 1000 Liter die Minute. Im Gegensatz zum kleinen Rohr, deutlicher Unterschied. Vor allem, weil man hier auch noch den Wasserdruck extra verstellen kann. Man muss sich echt halten, sonst ist es komplett unkontrollierbar. Zitat Flo am Pissoir. Da hat sich keiner verletzt, es ist keiner zu Schaden gekommen und ich denke mal, die werden es gut handhaben. Es ist ein Wehrdienst light, bei dem man ein bisschen helfen und ein bisschen schießen lernt. Das Schnupperangebot soll besonders Berufsanfänger in die Armee locken. 200 Kilometer südwestlich in Mannheim, der Geburtsstadt von Teilnehmer Manuel Scharkeit. Wenn er die Uniform ablegt, geht er seinem Hobby nach. Motorradfahren. Bis vor kurzem war das noch sein Beruf. Manuel hat ursprünglich eine Lehre als Zweiradmechatroniker gemacht. Ah, ich sage so, hä, Motorradfahren ist sein Beruf, hä? Also damals war das so, dass ich mir gedacht habe, entweder Mechaniker oder stimmt, Bundeswehr. Ich habe mich erstmal für den Mechaniker entschieden, weil es ist ja immer so eine Sache mit Soldat werden und das ist ja eine richtige Lebensumstellung und so weiter. Weil es kommt viel auf einen zu. Deswegen bin ich ja dann erstmal Mechatroniker geworden und vielleicht wäre es ja das gewesen. Aber ja. Kann ich mir aber auch geil vorstellen, als Mechatroniker dann zum Bund zu gehen und nachher irgendwie an Panzern rumschrauben oder so, kann auch Spaß machen. Momentan bin ich sehr zufrieden. Wenn wir welche hätten. Das Motorrad springt problemlos an. Gelernt ist eben gelernt. Trotzdem will der Kurpfälzer nicht länger in einer Werkstatt arbeiten. Jeden Tag an heißen Öfen schrauben, das reicht ihm nicht mehr. So denkt er schon länger über eine Karriere bei der Bundeswehr nach. Vielleicht erst mal Bodykit bestellen für den Panzer. Das Risiko dabei, als Zeitsoldat müsste er auch zu Auslandseinsätzen so in Krisengebiete. Was ich dir gestern geschickt habe. Nun macht er erst mal die Probezeit beim Heimatschutz. Ich bin zum Heimatschutz, weil mir bei der Beratung geboten wurde, ja, man bleibt nur im Inland, also kein Auslandseinsatz. Und da habe ich direkt lange Ohren gekriegt und habe mir gedacht, oh, weil ich ja ziemlich Angst hatte. Hast du deine Ohren gespitzt, meinst du? Sagt man das? Habe ich lange Ohren gekriegt? Ist das nicht ein anderes Sprichwort? Nee, es gibt auch Regionen in Deutschland, also Ohrenspitzen. Pass auf, Ohrenspitzen sagt man und dabei ist, glaube ich, versinnbildlich der Fuchs gemeint. Ah, und lange Ohren kriegen, sagt man, wegen der Löffel des Hasen. Ah. Das sind tatsächlich zwei unterschiedliche Formulierungen. Einfach mal, weil man nicht weiß, ob man zurückkommt oder nicht. Übrigens, Olli. Ja. Die Firma, die das Bodykit für, also was ich dir gestern geschickt habe. Ja, ja. Die stellt auch ein Bodykit her für den Fiat Multipla. Sick. Fiat Multipla Tuning is it. One day. Irgendwann. The day will come. Jetzt im Laufe der Ausbildung lernt man sich selber irgendwo kennen. Das ist jetzt so bei mir, dass ich wirklich mir das zutraue inzwischen, in den Einsatz zu gehen, beziehungsweise auch will. Und ich meine, es gehört irgendwo dazu, so, beim Soldatenleben. Manuel will seinen freiwilligen Dienst nun zu Ende bringen und sich dann wohl verpflichten. So lange hat er noch an den Wochenenden frei und bleibt in der Heimat. Für mich ist es sehr wichtig, am Wochenende mal allein zu sein, um Motorrad fahren zu können, weil dass so mein Ausgleich ist von alledem, was ich unter der Woche habe. Der ganze Stress, die Anstrengung und die Auslastung, die ich habe, tut es auch mal gut, mal am Motorrad draußen, mit dem Motorrad draußen zu sein, einfach mal ein bisschen abzuschalten. Die Spezialausbildung des 26-Jährigen dauert noch 2 Monate. Sollte er sich gegen die Bundeswehr entscheiden, könnte er als Freiwilliger noch jederzeit kündigen und gehen.
kommen sonntags abends an, so ungefähr 20 Uhr, 21 Uhr. Da werden wir vom Bus abgeholt und gehe am Freitag. Also ich bin quasi Freitagnachmittag dann zu Hause und gehe am Sonntagnachmittag wieder rüber. Manuels Eltern und seine Freunde finden es gut, dass er den freiwilligen Wehrdienst macht. Finanziell entsprechen die 1.400 Euro netto ungefähr dem, was ein Mechatroniker bekommt. Verpflichtet er sich beim Bund, kann er jedoch schnell viel mehr verdienen. Jetzt ergibt das auch plötzlich einen Sinn. Ich habe mich die ganze Zeit schon gewundert über die 1,4 netto, weil ich gedacht habe, hey, beim Bund verdient man doch mehr. Aber ich habe das mal so als gegeben genommen. Okay, wenn die dann tatsächlich beim Heimatschutz sind, der nur innerdeutschland sozusagen operiert und nicht auf Auslandseinsatz geschickt wird, dann erklärt sich das natürlich. Aber beim Bund verdienst du deutlich mehr. Du kriegst ja auch viele Zulagen und so. Jo, das ist insane. Und hast wenig Ausgaben, weil du wirst ja auch verpflegt und so, ne? Darf man auch nicht vergessen. Naja, aber das Krasse ist ja, also bei der Bundeswehr, du kriegst ja zum Beispiel eine Wohnraumpauschale, wenn du dafür irgendwo hinziehst, steuern dir ein bisschen über 800 Euro einfach zu deiner Wohnung schon bei. Plus, ja. Also einfach plus das Gehalt, was du kriegst. Das ist schon heftig. Ja. Zu Annika auf dem Übungsplatz. Auch sie wird sich entscheiden müssen. Sich beim Bund verpflichten oder nach dem Freiwilligendienst aussteigen. Heute stehen Kontrollen auf dem Programm. Also auf jeden Fall einen im Turm, dann einen hier vorne, das ist schon mal klar. So, dann haben wir Personenkontrolle, haben wir 3, also sind wir schon mal bei 5. Dann Kfz-Kontrolle hatten wir jetzt gesagt nur 2 Leute. Dann noch einer am Häuschen. Und einer wollte jetzt noch einen Bunker, oder? Mit dem Bunker, den könnte man aber auch weglassen, den Einweiser das machen lassen und dann 3 Leute jeweils Kfz-Kontrolle und Personenkontrolle. Ja. Gut. Hat noch jemand Vorschläge oder Anmerkungen? Okay. Das ist so anders, als ich mir das immer vorgestellt habe. Naja, man lernt auf jeden Fall. Es ist aber, glaube ich, auch anders als. Was ich auch wichtig finde, was ich mir auch vorgestellt habe, dass ich das hier mal machen kann. Und ich finde es auch gut, jeder bekommt hier auch mal die Chance, ein Stück weit irgendwie mal was zu leiten, irgendwas zu übernehmen. Wir wechseln ja dann auch mal die Gruppenführer durch. Später dann in den Übungen. Von daher kriegt da jeder mal die Chance, sich zu beweisen. Annika hat vorher nur eine kurze Einweisung bekommen. Die 20-Jährige muss jetzt improvisieren. Ihre Gruppe ist am Checkpoint in verschiedene Kontrollabschnitte einzuteilen. Wie wird sie sich dabei anstellen? Genau. Gut, dann brauchen wir noch, wir haben jetzt alle 3 Schneisen. Machen wir alle, auf? Machen wir alle 3? Sind alle offen. Oder? Wir sind viel zu wenige. Ein bisschen mehr aufstellen. Na, okay. Zwei können wir schon machen. Da hatte ich jetzt immer genau nachgefragt, das wurde jetzt nicht präzisiert. Ja, musst du entscheiden. Das ist deine Entscheidung. Sie sind jetzt so. Sie teilen ein. Lassen Sie das nicht in eine Diskussion übergehen. Sie teilen ein. Jawohl. Okay, gut, dann Tina Berschig schon mal. Digga, diese Antenne. Position beziehen. Jawohl, habe ich aber auch schon mal überzeugender gehört. Scharkheit. Schmitz und Diener in der ersten Schleuse. Also Personenkontrolle dann? Personenkontrolle. Kfz-Kontrolle. Okay. Finde ich cool, wenn dann alle mal auf das Kommando hören, was man selbst gibt. Die Autos, die hier rein wollen, das sind die benutzen ja denselben Weg wie die Autos, die hier rausfahren. Nee, eben nicht. Deswegen haben wir ja gesagt, das ist jetzt ein Einbahnstraßensystem. Ja. Hier kommen die Leute nur rein und da drüben gehen die nur raus. Ja, okay. Verstanden? Ja. Kennt jemand die Situation aus dem Monty Python-Film? Ja. Keiner kommt rein, keiner kommt raus. Nein. Ja, klar, ich lasse ihn rein. Nein. Alles Skorpione einfach an die Seite. Ja, sie hat eine unglaublich große Verantwortung gerade über den gesamten Halbzug. Ja, und es ist sehr schwierig, die Koordinierung zu behalten. Sie hat viele Stationen, über den Hype-Train, die es einzuteilen gilt. Ja, und sie kennt ja selber die ganzen Szenarien nicht. Das heißt, es sind alles neue Eindrücke. Dementsprechend, sie macht sich dafür sehr gut. Ein dickes Lob. Aber noch ist es ja nicht zu einer gefährlichen Situation gekommen. Doch das soll sich gleich ändern. Denn die Ausbilder werden die Bewerber gezielt unter Stress setzen. Scharkheit? Ich überlege gerade, das ist ja eigentlich jetzt die Schranke hier. Ja, Schranke ist hier. Obwohl, ich würde das Stoppschild aber trotzdem da vorne vielleicht hinstellen. Und einfach nur, dass sie schon mal wissen, okay. Und dann kannst du sie ja ranholen und dann schon mal mit dem Spiegel mal unter das Auto gehen, weißt du? Der Gene will hinten dran ein Nagelbrett legen. Was will er? Ein Nagelbrett legen. Ja genau, damit die da nicht wieder rausfahren. Für Manuel ist das Szenario durchaus realistisch. Checkpoint und die Sachen drumherum sind ja eher Sachen, die man im Inland brauchen würde. Sei es irgendeine Grenzkontrolle oder sonst irgendwie.
Annika bekommt neue Anweisungen. Einige der Ausbilder sind Militärpolizisten und dürfen deshalb nicht erkannt werden. Die Zeit ist schon deutlich überschritten. Jawohl, dann alle auf die Position. Genau, dann geht's los. Das erste Fahrzeug nähert sich. Ein leichter Militärlaster. Zunächst wird unter dem Wagen mit Spiegeln nach etwas Verdächtigem gesucht. Haben die Ausbilder tropfende Ölwanne zum Beispiel? Vielleicht eine Sprengstoffattrappe oder Waffen am Unterboden platziert? Die Unterseite ist sauber. Jetzt ist Manuel an der Reihe. Er muss die Papiere des Fahrers kontrollieren. Der könnte ein Schmuggler sein oder ein Terrorist. Zuletzt wird die Ladefläche untersucht. Auch hier könnte sich Verbotenes verbergen. Waffen, Drogen, Sprengstoff. Was hat denn der alles drauf? Was haben wir alles drauf? Was haben Sie alles drauf? Sie alles seht ihr doch. Mauerreste, Schützenscheiben, Bassplatten. Ich sehe doch nichts Verdächtiges. Das Fahrzeug darf passieren. Annika und ihr Team bleiben aber weiterhin auf der Hut. Naja, man weiß ja immer nie, was das für Personen sind, die in dem Auto sitzen. Auch der Kalaschnikow, die ist das. Also von daher, die Lagen sind es ja noch nicht bekannt. Da werden wir überrascht. Ja, ist natürlich immer, wenn es darum geht, irgendwas zu finden. Also wenn halt gesagt wird, hier ist abhanden gekommen, durchsucht das Fahrzeug und findet das. Ist natürlich immer schlecht, wenn wir das dann nicht finden in der Übung. Haben wir da nicht richtig gesucht. Plötzlich rast ein Geländewagen auf sie zu. Der Fahrer wirkt aufgeregt. Im Chemiepark Fulda gab es eine Riesenexplosion. Ich bin von der ABC-Abwehrtruppe. Ich muss sofort rein. Wir müssen ABC-Alarm auslösen. Kann ich weiterfahren? Frau Gefreiter, wir haben eine Wolke aus Chlorgas, die sich hierher bewegt. Renn um dein Leben, Digga. Eine Wolke aus Chlorgas. Ich wäre jetzt los gerade an ihrer Stelle. Ah, oh mein Gott! Sia, Bitches, Chlorgas! 15 bis 30 Minuten wird sie hier sein. Wir müssen hier dringend ABC-Alarm auslösen und Sie müssen sich auch noch vorbereiten, verstanden? Sofort legen alle ihre Gasmasken an. An alle, Nässeschutz komplett. Kann das mal irgendjemand verifizieren oder falsifizieren, bevor da... Werden die Bundeswehr-Neulinge jetzt richtig reagieren und unter dem Zeitdruck die Nerven behalten? Schon den in 15 Minuten ist die fiktive Giftwolke da. Dann müssen alle geschützt sein. Achso, der ist legit. Na gut. Schön alles zumachen, Maske auf, Handschuhe an und die Hose. Beine zumachen, aber, dass wir so wenig wie möglich Haut zeigen. Aber zu dem Alarm gab es auch gleichzeitig einen großen EMP, der dafür gesorgt hat, dass man nicht sich informieren kann. EMP ist in dem Fall ja nicht schlimm, die haben ja Analogfunk. Ach so, stimmt. Na dann erst recht mal anrufen und fragen. Test! Jawohl! Arbeiten wir zusammen, wer Fragen hat, ich bin hier. Jetzt bloß keine jetzt Fehler muss machen. Die Maske aber auch sitzen, bei Chlorgas ist kein Spaß. Unterstützen Sie Ihre Buddies, okay? Und wo ist Annika? Drück mal drauf. Wieso ABC-Alarm? In Wolke ist weder ein A noch B noch C drin. Dann sollst du die Maske Moment, nicht ranziehen. Ich weiß schon, das ist aber also nicht so. Ich weiß auch nicht, was sie ist. Ja, fangen wir noch zu Säbel. Ja, die Maske wird nicht dicht. Die ist, also eigentlich müsste die dicht sein. Dann die Maske hier an der Seite richtig festziehen. Hab ich schon gemacht, ich weiß auch nicht. Ja. Darf ich? Dann tut's mir leid. Darf ich? Die mal zwei Fingern hier auf die Maske so draufhalten. So? Genau. Und ist sie dicht? Darf ich? Keine Panik kriegen. Jetzt atmen Sie mal tief ein. Kommt noch Luft durch? Ja. Okay. Offensichtlich. Tut mir leid. Chlorgas schon dann, da. Dann tut's mir leid. Dann viel Glück. Kommen Sie mit. Sie gehen in ABC geerdet. Sie gehen in dieses Gebäude rein. Reißen die Maske aus. Stellen den Schutz hier. Sind aber durch das Gebäude nochmal extra gesichert. Gut, ich werde nach Ihnen schauen. Wenn Sie sich unwohl fühlen, sofort Meldung an mich, verstanden? Für die junge Frau viel Glück ist legit. Ich habe mich dann gleich von Anfang an einfach nur beruhigt. Ja, sorry, gesagt, Spare Mask haben wir nicht. Brauchst hier keine Panik haben, weil sonst steigert man sich nice. Da nur so ein bisschen rein. Mit vollständiger ABC-Montur können die Heimatschützer jetzt den Check. In dem Gebäude sind sie nochmal extra geschützt. Das Fenster sieht nicht geschlossen aus. Nicht vergessen, Übungsszenario. Ja, ja. Point wieder in Betrieb nehmen. In den ersten Momenten war es natürlich etwas chaotisch, aber jetzt hat sich das eigentlich alles geregelt, sag ich mal.
Nach ein paar Minuten Entwarnung. Die Soldaten dürfen die Masken wieder abnehmen. Wie hat sich die Truppe von Annika geschlagen? Ja, wie lange haben sie gebraucht, insgesamt, bis hier alle bereit waren? 10 Minuten. 10 Minuten? Zu lange. Ich will die Zeit wissen, nicht zu lange. Dann war's. Also 10 Minuten, wer sagt mehr als 10? So, Hauptfeld jetzt hier waren bei dir? 24 Minuten. Schauen Sie her, dass Sie so schnell, aber so gut wie möglich den Schutz herstellen. Und das schaffe ich nur zu zweit. Aber als es dann ABC-Alarm hieß, dann ist schon irgendwo das Chaos ausgebrochen. Ich habe mir auch irgendwie nur noch gedacht, so, die laufen rum wie ein Ameisenhügel. Kannst du denn bei 24 Minuten sagen, oh, 10 Minuten, wenn überhaupt. Wie läuft man denn rum wie ein Ameisenhügel? Na, man wirft sich aufeinander und bewegt sich dann gar nicht mehr. Ach so. Fast 300 Teilnehmer begannen Anfang April mit ihrer Grundausbildung im Heimatschutz. Wenn wir Ameisenhügel laufen könnten. Mittlerweile ist aber schon wieder jeder Vierte aus dem Dienst ausgeschieden. Krass. Woran? Wusstest du, dass es Pflanzen gibt, die sowas wie laufen können? Es gibt eine Pflanzenart zum Beispiel, die ist sowieso ganz geil. Was die betreibt, ist sowas wie Tomatenvampirismus. Die stürzt sich tatsächlich auf Tomatenpflanzen, indem sie einfach quasi, sie ist irgendwo, wittert die Tomatenpflanze, obwohl ja Pflanzen im eigentlichen Sinne keine Riechorgane oder irgendwas haben, total krass. Und dann wächst die da quasi so hin. Also die wächst da ein Stück, dann so da wie wieder Efeu weg, dann wieder da ein Stück, so, da wieder weg. Aber die bewegt sich im Ganzen. Die wächst so. Nicht da lang, sondern die wächst wirklich hier, dann zieht die weiter und so weiter. Das ist absolut abgefahren, Alter. Und dann geht die auf Tomatenpflanzen los. Richtig krass. Ich google schnell, wie die heißt, weil die hat so einen coolen Namen. Irgendwas mit Gespinst, irgendwas. Ich guck kurz. Die 25% Abbrecherquote, die sind jetzt nichts Unnormales für uns. Die haben wir immer. Das liegt. Chat auch so, Flo hat schlecht geträumt. Aber ja, scheint es vielleicht zu sein. Ja, genau. Der Teufelszwirn heißt die Pflanze. Ja. Dicker. Umschlingt Tomatenpflanzen und saugt sie aus. Liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir natürlich auch entsprechende Ansprüche an die jungen Soldaten haben. Man muss wissen, wer heute zur Bundeswehr geht, der muss ein gewisses Maß an Disziplin, an Ordnung und an Verantwortungsbewusstsein für sich, aber vor allem für die anderen mitbringen. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen, der vielleicht mit anderen Erwartungen zu uns gekommen ist oder der vielleicht auch nicht diese Erwartungen erfüllen kann oder auch nicht erfüllen möchte. 20% der Teilnehmer wollen sich dagegen verpflichten. Sie werden Zeitsoldaten, die im Gegensatz zu den Heimatschützern in Krisengebieten wie Afghanistan eingesetzt werden können. Rund 160.000 deutsche Soldaten waren. Aber ich frage mich jetzt, okay, ein Viertel bricht ab, ein Viertel verpflichtet sich. Was mit den anderen 50%? Na, die machen das Jahr. Achso, die machen das Jahr und dann that's it. Okay, alles klar. Und dort tätig. 20 Jahre dauerte die Operation. 59 Soldaten wurden getötet, Hunderte verletzt. Einer von ihnen ist der 42-jährige Tino Kästner. Vor 15 Jahren verlor der ehemalige Berufssoldat in Kabul sein rechtes Bein. Crazy. Mit dem Fuß schauen wir sehr spezisch aus. Das ist eine Sportprothese. Und den bin ich tatsächlich schon seit 3 Jahren, nehme ich so einen Fuß. Schön leicht. Und also mein Rücken, dass ich jetzt 15 Jahre jetzt amputiert bin, ist mein Rücken und Becken von der Stellung her alles top. Kabul im November 2005. Ja, Prothesen sind auch ein Selbstmordattentäter so weit gekommen, ne? Sich neben dem Geländewagen. Aber du machst da verdammt viel Wett durch vernünftige Reha, eine richtig gute psychotherapeutische Begleitung und vor allen Dingen halt auch Sport. Ja. Das ist ausgerechnet genau das. Und wie gesagt, eine unfassbar umfangreiche Psychohygiene. Aber das sind die Sachen, die für dich als Amputee dann eben dafür sorgen, dass du nicht auch haltungstechnisch und physiologisch und psychisch zugrunde gehst daran. Da gibt es schon echt starke Leute, wahnsinnig motivierende Leute. Unglaublich. Essener mit einer Autobombe in die Luft. Ein Soldat stirbt, Tino und sein Beifahrer werden schwer verletzt. Krass. Dem 32-Jährigen wird der rechte Fuß durch Schrapnellsplitter fast abgerissen. Wir treffen Tino 2007, als er gerade wieder auf dem Weg der Besserung ist. Es ist die zwei großen Narben,
Das ist, nennt sich Compartment-Syndrom, glaube ich genau. Das passiert durch eine Explosion, durch den Druck dehnt sich das Gewebe aus. Und das praktisch durch das Ausdehnen des Gewebes, keine Arterien oder so abgedrückt werden, wird das halt einfach nur aufgeschnitten, dass einfach alles dann sich ausdehnen kann. Na gut, und das sind halt alles noch Splitterverletzungen. Und Splitter ist bei mir das große Problem. Crazy. Im Stumpf habe ich sehr, sehr viel Splitter. An die Tat erinnert sich der ehemalige Oberfeldwebel noch genau. Alles beginnt wie ein normaler Verkehrsunfall. Das gepanzerte Bundeswehrfahrzeug wird von einem zivilen Wagen gerammt. Die Soldaten schöpfen zunächst keinen Verdacht. Vor allem gepanzertes Fahrzeug. Ausgestiegen. Ne? Ich halt auf meiner Seite, die anderen zwei auf der Beifahrerseite ausgestiegen. Nach hinten geschaut und habe ich gesehen, halt wieder mit seinem weißen Toyota wieder wendet, die Front total zerstört und gibt dann Vollgas und kommt auf uns zugefahren. Da habe ich dann Blickkontakt mit dem Fahrer gehabt und der hat mich halt angegrinst und da war bei mir irgendwie im Moment, irgendwas passt jetzt nicht. Ja, und da war er schon dran am Auto und da hat es geknallt. Ich habe halt gesehen, es war halt etwas zerfetzt unten. Es war ihm, also der Fuß war noch dran, war etwas zerfetzt. War, ja, Schmerzen waren es eigentlich nicht groß. Es war einfach nur so stechen, ein bisschen heißer Schmerz leicht. Aber das war so Adrenalin voll dann wahrscheinlich. Ja, ich habe gemerkt, so ging es eigentlich. Ich konnte mich halt ein bisschen aufrichten vom Oberkörper her. Das Gehör war alles da soweit. Aber halt, ich konnte nicht aufstehen. Das war halt nicht möglich. Seine Frau Antje ist froh, dass Tino überlebt hat und unterstützt ihn, wo es geht. Sie war selbst Sanitäterin bei der Bundeswehr und ebenfalls im Ausland eingesetzt, im Kosovo. Ihren Mann lernte sie während ihrer Dienstzeit kennen. Das Attentat sollte ihr Leben verändern, auch wenn sie sich der Gefahr des Einsatzes bewusst waren. Man hat sich schon drüber unterhalten und hat gesagt, es kann was passieren, man geht nie vom Schlimmsten aus. Ich habe einen Kumpel, der ist, mit dem habe ich Abi gemacht. Der ist Berufssoldat. Der ist Feldsanitäter oder wie auch immer. Also Sani halt. Und die haben ja so Zwangspausen in Anführungsstrichen, wo die nicht ins Ausland dürfen. Ansonsten ist der ja monatelang im Ausland. Und der nimmt jede Möglichkeit mit, die er kriegen kann. Das ist total krass. Also wirklich absolut jede. Und sein Vater hat ihn mal im Streit dann einfach wirklich gefragt, warum er nicht mit dem Arsch einfach zu Hause bleibt. Und da siehst du, welcher Schlag Leute das dann auch zum Teil ist, weil der gesagt hat, weil hier keiner meine Hilfe braucht. Hm. Und da, wenn du so eine Antwort kriegst von jemandem, der schon ein paar Jahre diese Erfahrung einfach hat, dann weißt du auch, das hat einen anderen, das ist eine andere Art von Motivation. Hm. Verstehe ich, ja. Krass. Selbst wenn man, ich war Sanitäter, sowas auch mitbekommen hat schon, aber man geht nie davon aus und es ist eine schwierige Situation. Wir haben auch im Vorhinein gesagt, was ist, wenn eben mal sowas Schweres passiert, hat er auch immer gesagt, er wird nie damit zurechtkommen. Nach dem Anschlag verlässt Tino die Bundeswehr und wird Frührentner. Er heiratet Antje und gründet eine Familie. Schönes Haus. 14 Jahre später sitzt er mit seiner Frau und Tochter Hanna beim Frühstücken auf seiner Terrasse in Murnau. Oh, ich war schon in Murnau. Jetzt weiß ich, ob das Haus so schön aussieht. Sie ist die Tochter. Jetzt habe ich die Brücke erst. Krass, ich hab's nicht gerafft. Man erkennt sie jetzt erst. Ey, Murnau, super schön da unten. Gar nicht geschnallt. Ist unten in der Nähe von München. Echt schöner Ort, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Mal Freunde, die das jetzt nicht wissen. Also wenn, fragen sie nach, aber dann beantwortet man und dann reagieren die einfach ganz normal und blenden das eigentlich auch aus und für die ist es dann auch normal quasi. Das ist einfach so bei uns und ja. Für uns ist es ganz normaler Alltag, wie jede andere Familie auch den Alltag hat und wir merken es eigentlich gar nicht. Das Einzigste, was ist, wenn eben wie bei anderen Schuhe rumliegen, da eben mal Prothesen rumliegen und mal man drüber stolpert oder die Prothese halt
Also man unterhält sich und das Ding fällt um, dann erschrickt man natürlich. Wie schlimm das auf einer Metaebene witzig ist, wenn sich jemand ein Zeh an einer Prothese stößt. Das ist schon auch eine Ebene von lustig, die wirklich einfach anders nicht okay ist. Ich war laut. Oder nachts, wenn er mit Krücken schlaftrunken Richtung Bad wackelt und dann am Bett hängen bleibt. Es ist nicht die Tochter. Es ist nicht die Tochter, aber sie sehen sich krass ähnlich, ne? Die sehen sich unglaublich ähnlich. Das sind so Situationen, wo man dann denkt, zu jung, glaube ich. Das wäre bei einem Gesunden nicht der Fall, aber ansonsten ist es ganz normal. Eigentlich haben Tino und Antje mit dem Thema Afghanistan abgeschlossen. Doch als der fast fluchtartige Abzug der internationalen Truppen beginnt und die Taliban das Land Stück für Stück zurückerobern, verfolgen die zwei die Ereignisse in den Medien. Die Kessners sind erschöpft. Nach dem Abzug des Militärs aus der Krisenregion haben die Taliban binnen 29 Tagen das Regime komplett zurückerobert und aufgebaut. Also so viel dazu. Erschüttert, wie schnell die Gotteskrieger nach Kabul marschieren und den Flughafen belagern. Das war ja eigentlich mit Ansage. Das war ja eigentlich schon immer bekannt, dass die Taliban dann schon mit immer so gesagt haben, wir haben die Zeit, ihr geht ja irgendwann mal wieder raus. Genau so war es. Die werden sich so im Hintergrund alles wieder schön gesammelt haben. Sie wurden ja schon ziemlich gut zurückgedrängt, alles in der Zeit, auch wo die Bundeswehr unten war. Ja, traurig für das Land. Ob es jetzt so wirklich die glückliche Entscheidung war, da so komplett so schnell rauszugehen? Ja, es ist... War eine reine inlandspolitische Entscheidung. Es ist Wahnsinn, was die Medien für einen Druck auf Politik ausüben können. Sieht man ja jetzt gerade auch sehr gut. Das war Wahlkampf. Das war eine Wahlkampf, einfach, absolut, ja. Absolut. Furchtbar. Zurück am Truppenübungsplatz Wildflecken. Der Abschluss und zugleich Höhepunkt der Spezialausbildung steht bevor. Die gefürchtete 36-Stunden-Übung. Die Soldaten sollen an ihre Grenzen kommen. Kein Ausbilder wird ihnen jetzt noch dabei helfen. Der Sinn der Abschlussübung ist es, dass alle Themen, die wir in den letzten 8 Wochen abgebildet haben und ausgebildet haben, hier abgeprüft werden. Und aus diesem Zweck wurden die Teilnehmer jetzt in eine Lage versetzt, dass das Dorf durch eine explodierte Gasleitung evakuiert werden muss, weil giftige Gase ausgetreten sind und sie jetzt den Auftrag bekommen haben, hier das Dorf abzusichern und zu bewachen. Um die Szene realistisch erscheinen zu lassen, spielen Ausbilder in Zivil die Dorfbevölkerung. Sofort gelingt es ihnen, unter den Soldaten ein Riesenchaos anzurichten. Schaffen es die Heimatschützer, hier wieder für Ordnung und Sicherheit zu sorgen? Ich geh jetzt nach Hause, was soll denn das? Oh Gott, das muss Spaß machen. Oh Gott. Ich hätte als Ausbilder viel zu viel Spaß in dem Moment, wenn ich da so einen Zivilisten, so einen grantigen Opa spiele, der sagt, ist alles in Ordnung, ich will nichts. Aber es ist ja auch, also hast du auch dann einfach, ja. Ne? Das ist, glaube ich, große Problem einfach dann alte der Menschen. Der eine Typ da einen Basie in der Hand, der mit dem Rollator hat einen Baseballschläger oder was? Ja, du, das sind die Gewaltbereitesten, die an den Rollatoren, du. Ja, hätte ich da Bock drauf, Mann. Was meinst du, was Omi in ihrem Happen-Porsche drin hat, du? Die holten nun schon raus. Was ist passiert? Bam, bam. Sammeln, hör mal zu. Hör mal. Kannst du nicht im Herz schuppen. Fällt dir noch runter. Gott, Alter, das ist so übel. Ah, da musst du ausgebildet sein dafür. Stresssituationen bewältigen und in einer unübersichtlichen Lage einen kühlen Kopf bewahren und richtig handeln. Darum geht. Ist übrigens ganz spannend, weswegen es jetzt auch gerade um Murnau geht, weil ganz nah an Murnau ist eine riesen Bundeswehrkaserne. Da sind Arne und ich dran vorbeigefahren, als wir neulich Urlaub da gemacht haben. Eine riesen Anlage. Riesig. Das ist bei der Übung. Doch das ist leichter gesagt als getan. Habt ihr was zum Trinken für den? Ich wohne im Prinzip neben einer. Ja, habt ihr kurz was zum Trinken für den Papa? Hat jemand was zu trinken, notfalls? Fällt was, notfalls? Arbeiten die jungen Soldaten im Team und agieren sie mit der nötigen Durchsetzungskraft? Das ist auch so krass. Also wir haben ja hier auch eine riesige Kaserne, eine riesige Anlage. Und zum Kleinstadtbild gehören halt für mich auch einfach Militärfahrzeuge jedweder Art und Bundis, die in jedem Supermarkt rumstehen. Also du gewöhnst dich da auch sauschnell dran. Ja.
Und wie gesagt, also den Zaun von der Kaserne, den erreiche ich zu Fuß in 4 Minuten. Krass. Das gilt es herauszufinden. Abiturientin Annika ist eher dabei, statt mittendrin. Hab jetzt noch nicht so viel vorne mitgekriegt, aber wir sind mitten in der Lage. Man weiß ja immer nicht, ob noch von der Seite oder so. Ah, die haben eine gute Luft auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein Luftkurort sogar. Wir wissen ja, dass hier im Ort irgendwas passiert ist. Wir haben ja die Explosion gehört. Mit einer Gasexplosion. Genau, und jetzt wird das ja gerade alles so ein bisschen aufgeklärt. Alles gut, deswegen werden wir sie jetzt bergen und erstmal zu unserem Checkpoint führen, wo sie erstmal sicherer sind. Ja. Wegen dem Abstand. Ein gepanzertes Fahrzeug holt die Dorfbevölkerung an einem Sammelpunkt ab. Das Auftreten der Truppe hat offenbar gewirkt. Die Statisten sind mittlerweile friedlich und besteigen ohne Gegenwehr den Transporter. Dorf geräumt, Zeit fürs Mittagessen. Digga, erstmal alle Bewohner raus und erst mal Picknick machen. Nach rund 7 Stunden machen die Heimatschützer zum ersten Mal eine Pause. Die Mahlzeit wird geliefert. Ja, erstmal plündern. Kartoffeleintopf mit Würstchen. Endlich etwas Warmes. Alle hauen rein, denn keiner weiß, wann es die nächste Stärkung gibt. Wir haben ja noch ein paar Stunden vor uns. Wenn wir da komplett durchziehen würden, würden wir die Nacht, glaube ich, nicht überleben. So. Also ab und zu mal eine Pause. Muss halt echt sein. Ja. Beim Essen haben die Soldaten auch etwas Zeit, sich zu unterhalten. Es geht auch um Afghanistan. Ja, also der Abzug in Afghanistan von den Truppen ist natürlich ein Thema und es wird viel drüber gesprochen. Ende August heben die letzten Militärmaschinen vom Flughafen Kabul ab. Kurz darauf besetzen die Taliban die letzten Viertel der afghanischen Hauptstadt. Tino Käsner war insgesamt 3-mal als Berufssoldat am Hindukusch. Damals in der Zeit, wo ich unten war, war es für mich wichtig. Ich habe sehr viel Positives gesehen. Und da war damals eigentlich so meine Hoffnung, jawohl, jetzt entsteht die Jugend. Die sehen. Das muss so eine Stresssituation sein. Du hast eine Waffe am Körper, ein automatisches Maschinengewehr, was einfach Menschen töten kann. Und dann stehen so viele Leute um dich herum, die dich die ganze Zeit einfach belagern und anfassen und so. Boah, wäre ich nervös, ey. Krass, Mann. Ja, die Waffe ist gesichert, aber du kannst die Waffe entsichern, also kann sie auch jeder andere entsichern. Das ist ein Hebel, den legst du um. Geht ganz schnell. Dass es auch ohne Taliban oder ohne Terror oder was auch immer gehen kann, das war damals eigentlich meine Hoffnung, dass das dann die schaffen, dann sagen wir mal, ihr Land in die Hand zu nehmen. Für mich war es kein umsonster Einsatz. Die Bombe in Afghanistan hat schwere Wunden an Tinos Körper hinterlassen, nicht aber in seinem Kopf. Er hat sein Schicksal akzeptiert, ohne damit zu hadern. Auch dank seiner Familie. Für sie war der Weg der Genesung ebenfalls schwer. Auch Ehefrau Antje hat der Bundeswehr inzwischen den Rücken gekehrt. Also die Sammy ist ausgebildeter Therapiebegleithund und ich arbeite Geil. Seit 3 Jahren in einem Integrativkindergarten in Garmisch mit Kindern mit erhöhtem Förderbedarf. Geil. Der Umgang mit dem Hund hat es der Familie erleichtert, ihre psychischen Probleme zu überwinden. Die sind bei Tinos Ehefrau erst Jahre nach dem Anschlag aufgetreten. Ich bin trotzdem bei Hunde einfach, das Konzept Hund, einfach so geil. Du kannst so einen Hund zu einem Therapiehund erziehen, einfach über Essen. Ja. Das Konzept Hund ist einfach so wild, was die alles für Essen machen, ist so geil. Aber das ist das Konzept. Ja, Im Prinzip ist es das Konzept Lebewesen. Ja, ich finde es so witzig. War so, dass ich Hunde einfach so witzig sind. Wahnsinnig viel Zeit und viel Raum gegeben habe für alles, was er machen wollte, weil ich gedacht habe, das braucht er. Und dann bin ich ja schwer an Depressionen erkrankt und habe Mehrzahl auch noch, oh Gott. Von da an 2 lange Therapien gehabt. Das erste Jahr waren das erste Mal waren es, glaube ich, knapp 3 Jahre, weil ich wirklich schwere Depressionen hatte. Aber auch da hat er mich dann unterstützt. Das, was ich. Nur für den, warum man Mehrzahl sagt, du erkrankst nicht an einer Depression, du erkrankst an Depressionen, weil das phasenweise Auf und Ab sind. Genau. Deswegen Mehrzahl. Genau. Für mich ist immer in meinem Kopf das. Ne, ja, nur Begriff. Der Begriff Depression ist so der Umstand, dass du das hast und dass das immer wieder kommt. Deswegen klang das für mich gerade einfach so Mehrzahl. So, okay. Ja.
die ersten Jahre gemacht habe. Nachdem ihm das passiert ist, hat er mich wahnsinnig unterstützt in der Zeit, wo es mir einfach nicht gut ging. Tino bewältigte das Trauma anders. Der 47-Jährige stürzte sich in Sport. Das war ein ganz, ganz schwieriges Thema von Anfang an, weil Tino von Anfang an sehr viel Sport gemacht hat. Das hört er vielleicht auch nicht ganz so gerne, aber ich oft gesagt habe, er rennt vor was davon. Heute dreht sich bei dem ehemaligen Bundeswehrsoldaten neben der Familie alles ums Fahrrad. Er bietet geführte Mountainbike-Touren an, gibt sein Wissen als Trainer im Bikepark seines Heimatortes weiter und arbeitet als Teilzeitkraft in einem Radgeschäft. Zuvor war er Mitglied der deutschen Paracycling-Nationalmannschaft. Crazy. Digga, ich kann nicht ausdrücken, wie viel Respekt ich davor habe. Da hatte ich dann halt die Zeit, so viel Kampfgeist, Leistungssport zu betreiben, richtig mit Trainingsplan und Training und alles, was dazugehört. Also ich habe Deutschland habe ich bei 3 Weltmeisterschaften vertreten, Paracycling-mäßig. Ich bin 6 Jahre lang in der deutschen Paracycling-Nationalmannschaft gefahren. Und da im deutschen Nationaltrikot international vertreten, das war schon eine coole Sache. Doch irgendwann merkte der Bundeswehrpensionär, dass der Leistungssport anfing, sein Familienleben zu beeinträchtigen. Schweren Herzens auch eine Flucht, ne? Beendete irgendwo er die Profikarriere. Also ich habe es eigentlich nie wirklich als Belastung gesehen. Für mich war es eher ein Job. Weil ich habe ja nichts anderes gemacht, außer den Sport. Und da habe ich natürlich einen anderen Blick drauf gehabt, wie meine Frau, die natürlich nur gesehen hat, ich war jedes Wochenende auf irgendwelchen Rennen unterwegs oder dann im Frühjahr auf den ganzen Trainingslager und Trainingsmaßnahmen. Und dann war es dann der Punkt 2012, ich habe es nicht geschafft, Olympia. Aber wenn er Profiathlet ist. Klar, ne? Es ist ja auch immer, hat ja auch was damit, wenn man was im Leben gefunden hat, was einen erfüllt, dann willst du das natürlich auch weiter verfolgen, ganz klar. Ja. Und da war mir gerade dann nach so einem Schicksalsschlag, ne? Die Familie zu wichtig dann. 16 Jahre Rennfahren, das hat dann gereicht. Und jetzt einfach nur Spaß am Mountainbiken. Auch als Soldat war Tino Radsport begeistert und organisierte sogar in Kabul im Bundeswehrcamp ein Rennen. Geil. Der Anschlag in Afghanistan hat diese Leidenschaft nicht zerstören können. Also es ist schon so, dass wenn mich jetzt jemand anspricht, auch in 5 Jahren, in 10 Jahren, was meinem Mann passiert ist, wird das immer eine Aussage bleiben, dass das bei einem Anschlag in Afghanistan passiert. Er war Soldat, er hat seine Arbeit dort unten gemacht. Er ist leider nicht ganz unversehrt wieder zurückgekommen. Das ist ein Teil von unserem Leben und das wird es auch bleiben. Obwohl Tino seinen Einsatz als Soldat am Hindukusch trotz Verletzung nicht bereut, sieht er weitere Missionen der Bundeswehr kritisch. Ich muss mal eine ganz naive Frage stellen, entschuldig bitte, aber man hört ja öfter das am Hindukusch. Was ist eigentlich der Hindukusch? Ich frage ganz ernsthaft, man nimmt das immer so für wahr. Das ist einfach nur eine Region, als würdest du ich sagen. Ich weiß so es Anna, nicht, ist das, was ist der Hindukusch? Als würdest du sagen, an einer Gebirge, ja, mecklenburgischen, oder? An einer mecklenburgischen Seenplatte oder so. Ah, ein Gebirge ist der Hindukusch, okay, alles klar. Wäre aber es ist doch einfach eine Region, dass man, also es ist doch wirklich, als würdest du sagen, wie an einer mecklenburgischen Seenplatte. Ja, oder an sowas. Den Alpen. Ja, genau. Okay, das hatte ich auch so Im Allgäu. Ungefähr so im Kopf, aber ich muss wirklich, deswegen sage ich ganz naiv gefragt, war mir nicht bewusst, hätte ich jetzt nicht genau sagen können, aber ja, am Hindukusch. Ja. Also Hindukusch einfach asiatische Allgäu. Ja. Einsätze sollten grundsätzlich erstmal. Hey Freunde, und kein Problem, ne? Ich bin derjenige, der sowas gerne mal zugibt, damit ihr euch nicht schämen müsst, sowas mal zu fragen. Du, mehr als Ortsangabe. Ich habe jetzt zum ersten Mal gelesen, dass es zum Himalaya gehört. Ja, siehst du, ganz viele Leute im Chat schreiben auch so, ey, ich hätte es nicht gewusst, ich dachte, es ist ein Fluss. Wusste ich nicht. Alter, das ist ein Fluss, finde ich geil. Habe ich mir noch nie drüber, ich weiß gar nicht, warum ich lache. Hätte jetzt einer gesagt, ist ein Fluss, hätte ich voll akzeptiert. Ja. Ich habe mir gar keine Platte gemacht, was das ist. Wie gesagt, mecklenburgische Seenplatte. Es muss ja ein Ziel geben, warum man da ist. Ich hoffe für die Zukunft, dass die Lehrerin aus Afghanistan für die nächsten Einsätze hilfreich sein könnte. Zurück bei der Abschlussprüfung am Übungsplatz Wildflecken. Im 36-Stunden-Finale geht es immer noch um die Entscheidung, Digga, ich sich kann beim Bund fühlen, verpflichten wie klamm das oder da aufhören. Ist. Ich bin jetzt. Boah, ja, guck mal, die Dämse im Hintergrund. Ui. Ich kann mit einer Stunde Schlaf. Wie klamm die Klamotten alle sind. Guck das Moos an. 30 ne? Stunden wach.
Ich hatte ein bisschen mehr Schlaf, aber ich glaube, hier kann keiner sagen, dass es wirklich genug Schlaf war. Es sind alle noch ein bisschen fertig sicherlich, aber mal gucken, was der Tag noch so bringt. Höhepunkt der strapaziösen Übung ist das sogenannte Drillschießen. Die Heimatschützer sollen mit Sturm- und Maschinengewehr scharf schießen. Die Ziele sind Klappscheiben in verschiedener Entfernung. Die Schützen müssen mehrfach die Stellung wechseln und stehen deshalb unter hoher Belastung. Der 26-jährige Manuel beginnt. Andersrum. Lass doch die so rum. Ja. Genau. Konzentration. Mit der Spitze nach vorne, Bruder. Hey! Feuervorbehalt! Feuervorbehalt! Die Öffnungslinie des Feuers selbst bekämpfen, oder nicht? Hieß doch gerade. Du hast getroffen. Ja, habe ich natürlich ja, getroffen. Ja, das ist ja etwas. Unbekanntes Ziel. Der Feuerfall beim Brunnen und davor. Brunnen vor der Boden, drei Mann Schützen. Störung. Manuels MG hat Ladehemmung. Kriegt er die Waffe wieder schussbereit? Jetzt muss er zeigen, was er in der Ausbildung gelernt hat. Also ich hatte mehrere Störungen, habe die beseitigt, konnte dann trotzdem aber noch schießen und den Feind bekämpfen. Also von daher mit kleiner Verzögerung trotzdem noch wirksam gewesen. Der Hall. Mhm. Oh, wie der klingt. Und wie hat sich hey, so schlimm Waffen sind, aber so geil finde ich es. I'm sorry, muss ich sagen. Ja, das wirklich, ist ich bin dafür zu haben. Die Faszination der Gewalt. Ich ja. bin ja nicht umsonst macht so Schießen Airsoft. Nicht auf Menschen natürlich. Airsoft-Fan und so. Ich Waffen gern. Sind einfach faszinierend wie Sau. Und ich verstehe aber auch, dass jemand da gar kein Faible für hat. Meine Freundin, meine Frau zum Beispiel findet die einfach beängstigend. Mhm. Ja, ich verstehe das ja, ne? Aber ich gehe gerne auf den Schießstand und schieße. Es macht mir Spaß, weil aber ich mag das Brachiale, das Wuchtige. Ich mag aber auch tatsächlich den sportlichen Gedanken daran, das Zielen und Treffen und gucken, wie gut man sich konzentriert und das alles. Du kennst mich, du weißt, was für ein Mensch ich geworden wäre, wenn ich in einem Open Carry State aufgewachsen wäre. Das war. Manuel aus Sicht des Ausbilders geschlagen. Sobald ich in den USA bin. Naja. Ja. Es ist aber auch die Faszination, um das Potenzial dieser Dinge zu wissen und diese Gewalt dann in den Händen zu haben, nicht für ein Machtgefühl, bei mir jedenfalls nicht, aber das so zu verstehen dann auch, so weißt du, wie funktioniert so ein Ding, was kann so ein Ding und das tatsächlich in eigenen Händen mal zu spüren, ist ganz interessant. Da bin ich primitiv as fuck, ich find's einfach geil. Ja, das ist die Umschreibung von dem, was ich gerade versucht habe zu sagen, ja. Die einfachere Variante. Ja, aber wie gesagt, ich verstehe absolut jeden, der sagt, will ich nicht anfassen, will ich nicht mit zu tun haben, finde ich beängstigend. Dass du zeigst auf etwas und es tötet einen Menschen im Zweifelsfall, so nach dem Motto. Ja. Und wer schon mal mit so Idiotenknarren, und damit meine ich sowas wie eine AR-15 mit Red Dot und sowas, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist so beängstigend kinderleicht, die Scheiße, damit jemanden zu treffen. Ja, das ist unglaublich. Ist wirklich so, aber ich wüsste, Das sollte nicht so leicht sein. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie leicht es ist. Ja, ja. Aber das ist ja auch was anderes, auf ein Ziel, auf einem Schießstand zu schießen oder im Ernstfall mit einer Waffe auf einen Menschen zu schießen. Letzteres wüsste ich gar nicht, ob ich das könnte. Bin ich ganz ehrlich. Es waren auch beleidigt und zügig weitergeschossen. Das war gut. Im Gebäude nebenan geht Annika in Stellung. Dafür gibt's ja die Bundeswehr. Einfach sehr schön. Ja, stimmt, Joe hat recht. Wichtig, ne? Nur voll Auto und Buildings. Auch sie wird sich am Ende des Tages entscheiden müssen, ob der Dienst in der Bundeswehr das Richtige für sie ist. Oder ob sie beruflich andere Wege einschlagen will. Zufrieden? Ja, also natürlich, man trifft auch daneben. Einige Ziele sind meiner Meinung nach auch nicht wirklich abgeklappt. Das haben auch die Ausbilder gesagt. Aber gut, man versucht sein Bestes. Zum Abschluss muss Annika noch das Maschinengewehr auf Lafette mitbedienen. Derweil schließt Manuel den Drill mit dem Sturmgewehr ab. Was das denn für ein Abzug? Nach über 30 Stunden Einsatz hat er genug. Ich bin fertig. Meine Füße tun weh. Ich glaube auch,
da ist alles kaputt, was geht, weil ich kann echt kaum noch laufen. An sich bin ich erleichtert, dass es rum ist. Und haben die Heimatschützer... Leute freuen sich über Man trifft daneben. Freunde, immer positiv durchs Leben gehen. Hat er ihre Spezialausbildung in Wildflecken nun erfolgreich abgeschlossen? Das ist wie ein negativer Gewinn. Positiv, ja. Hatte ich auch den Eindruck. Es war... Ja, mit deiner Parabolantenne auf dem Arm, wirklich. Sehr, sehr... Also eine sehr große Steigerung im Vergleich zu dem vorherigen Rennen. Ich kann für den Tag festhalten, dass wir sehr gute Schießleistungen gerade am Ende gesehen haben und dass wir da mit einem positiven Gefühl rausgehen aus der Sache. Antreten vor dem Kompaniechef. Alle Teilnehmer haben sich bewährt, aber wie viele wollen beim Bund bleiben? Ich denke, dass die letzten 36 Stunden, die hinter ihnen liegen, für viele wieder mal eine neue Erfahrung waren, wieder mal einen weiteren Schritt ins Erwachsenenleben beigebracht haben. Viele von ihnen haben ja nach eigenen Angaben sich gewünscht, mal ein bisschen über ihre eigenen Grenzen hinauszugehen. Ich glaube, das haben wir in den letzten Stunden auch geschafft. Jetzt ist auch der Moment für Manuel und Annika, sich zu entscheiden. Wollen sie Zeitsoldaten werden oder gehen sie zurück ins zivile Leben? Manuel haben die Katastrophenübungen mit der Feuerwehr Spaß gemacht. Auch die Teamarbeit und die Herausforderung, an die eigenen Grenzen zu gehen, haben ihn beeindruckt. Die Entscheidung des Zweiradmechatronikers steht fest. Normal hätte ich für den Heimatschutz noch die Zusammenarbeit mit dem Landeskommando. Das fällt weg, dadurch, dass ich verlängert habe. Und ich komme jetzt nach Germersheim ins Luftwaffenausbildungszentrum als Lehrsoldat und versuche dort Fuß zu festigen. Seine Kameradin Annika war sich zu Beginn unsicher, ob sie den Dienst an der Waffe dauerhaft aufnehmen will oder ein Studium beginnen soll. In den Wochen ihrer Bundeswehrausbildung ist eine Erkenntnis gereift. Also wenn die 7 Monate jetzt vorbei sind, hatte ich vor, dann zu studieren. Was ist jetzt noch nicht ganz sicher, wahrscheinlich so in die Richtung Biologie wollte ich gern gehen. Genau, und dann würde ich natürlich auch die 5 Monate innerhalb der sechs Jahren dann noch ableisten, die jetzt quasi noch verbleiben für den Heimatschutz. Außerirdisch. Ja, Freunde! Wenn ihr an Außerirdische glaubt, checkt mal shop.drfreud.de. Unsere neue Conspiracy Collection ist da. Wir sagen Dankeschön für das Video. Die Beweise gehen weiter, sie sind gefährlich. Digga, das gucken wir direkt am Anschluss jetzt. Freunde, wer das nicht verpassen will, guckt auf YouTube vorbei und abonniert. So gutes Zeug. Ja, Mann, bis denn. Ja, wir könnten direkt rein hier. Ist doch Creepypasta Punch, ne? Ja, also. Wir haben noch so viele gute Sachen, das stimmt. Ja, und wir haben nicht mehr so ewig viel Zeit. Ich habe schon noch krass Bock auf das Papa Platte versus Jonas Ems im Ninja-Parcours. Ach so, das will das ich eigentlich noch sehen. Ja. Und das, wie ich aus Versehen R-Place übernommen habe. Ja, nee, auch, nee, das obwohl ist es viel zu lang. Das geht eine Stunde. Ah, okay. Ah, nee, dann nicht. Wir haben, aber das TJ-Video würde ich schon gerne noch sehen. Ja, wir haben auch noch einen Tag mit Markus Rühl. Ne? Ein Tag mit Markus Rühl wäre halt, aber da war das ich ist auch nicht so ich weiß nicht, ob ich glaube, Digga, unser Meme-Level ist way too over the top, als dass wir das einfach so gucken können. Ich habe schon Bock auf Markus Rühl und ist gerade frisch raus, also es wäre schon smart, das jetzt noch mitzunehmen. Machst du Abstimmung? Ja. Markus oder TJ ist jetzt die Frage. Machen wir. Mach Markus oder Ninja? Ja, Bares für Rares im Kiosk gucken wir weiter, wenn Paul wieder da ist. Ich guck mal kurz. So, Freunde, Markus oder Ninja? Markus Rühl oder Ninja Course? Ihr könnt abstimmen, Magus, Abstimmung läuft. Wer bei Markus nicht weiß, wer gemeint ist, stimmt eh nicht dafür. Geht um Markus Rühl. Den einzig wahren. Wer ihn nicht kennt, kennt vielleicht Sachen wie Muss nicht schmecke, muss wirke. Oder Nur schwer macht schwer. Nur schwer macht schwer. Oder nur Fleisch gibt Fleisch. Ja. Ich krieg das Ding aber nicht, es ist zu lang leider, dass ich es zitieren könnte. Wenn man sagt, du musst halt ins Fitnessstudio gehen, musst jeden Tag halt hart immer trainieren. Ans Limit gehen, hart trainieren und wer das halt nicht macht, er ist halt eine Fotze. Er ist halt eine Fotze. Ich lieb's einfach. Wir können das Video nicht gucken, ich schwör's dir. Hype Train kommt, nice. Freunde, Hype Train rein da, 338 Subs heute. Wir sind trotzdem, wir haben es trotzdem geschafft, seit Streamstart 200 ins Minus zu kommen. Ich weiß nicht, wie das geht. Nice. 338 neuen Subs. Danke, naja. Freunde.
So, was sagt denn die Abstimmung hier? Das ist schon, der Hype-Train ist jetzt drüber gerade bei mir. Ich kann es irgendwie, warte mal, doch da. Magus, oh ja, doch, eindeutig. Die Leute wollen den Magus, dann machen wir das. Warte mal ganz kurz. Ich suche gerade irgendwie eine Meme-Compilation, aber ich finde keine gute. Wieso? Na, danach noch. Schauen wir danach noch was? Eine Meme-Compilation, oh, okay. Ja, hätte ich gedacht. Ich würde nochmal ganz schnell verschwinden. Ich brauche 2 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten. Halt die Hof, Freunde! 12 brauche ich Pause. Ja, ja. Hallo Freunde. So. Eieiei. Freunde, erzählt mal. Ich kann in der Zwischenzeit ein bisschen Werbung machen. Ja, könnte ich. Ich könnte euch von unserem Werbepartner erzählen. CyberGhost, Freunde. Ausrufezeichen CyberGhost in den Chat. Könnt ihr mal reinhauen. Wenn ihr CyberGhost VPN noch ein wenig günstiger abstauben könnt, wollt, dann könnt ihr das jetzt mit unserem Code auf cyberghostvpn.com/drfreud. Im 2-Jahres-Plan könnt ihr ein wenig sparen. Also klickt gerne mal alle auf den Link. Schaut euch das Angebot an. Hilft uns auch schon, wenn ihr nur auf den Link klickt, ne? Aber vielleicht hat der ein oder andere von euch ja auch tatsächlich Interesse an einem VPN. Könnt ihr auf bis zu 7 Geräten gleichzeitig laufen lassen. PlayStation 4, Handy, PC, Laptop, alles. Geht und damit könnt ihr zum Beispiel Serien gucken. Ja, könnt ihr eure IP sozusagen woanders, also ihr könnt euren Standort verschieben. Ja, ihr könnt sagen, hey, ich bin gar nicht in Deutschland, ich bin in Spanien oder Frankreich. Und da könnt ihr euch zum Beispiel so tolle Filme anschauen wie Merci pour le chocolat vom fantastischen Starregisseur Claude Chabrol. Sehr schön. Was ist mit den letzten Morning-Shows? Beauty and the Nerd. Was soll mit denen sein? Wir haben es schon ein paar Mal angesagt. Ich glaube, es ist bei allen noch nicht ganz angekommen, die Info. Die Twitch-VODs, die müssen wir offline nehmen auf Twitch. Aber dafür können wir es auf YouTube dann einfach schauen. Die VODs kommen ja auf YouTube. Yes, yes. Gang, gang. Alright, gang, gang. Dann können wir rein, ne? Dann können wir rein. Alles klärchen. Hey Flo, grüß dich. Habe ich Beauty and the Nerd gehört? Schön, dass du da bist. Ja, hast du richtig gehört. Ja, weil immer wieder bei uns gefragt wird, wo die VODs hin sind. Die dürfen wir halt auf Twitch nicht online behalten. Ist auch klar, ne? Weil wir haben ja mit Join gesprochen, dürfen das ja als Teil von ganz, ganz wenigen Creatern in Deutschland dürfen wir das schauen. Und das ist natürlich klar, dass wir nicht eine ganze Folge irgendwo als VOD zeigen können. Dementsprechend, Freunde, gibt es das in mehreren Parts bei uns auf YouTube. Live, immer freitags ab 9.30 Uhr. Da könnt ihr natürlich dabei sein. Und wer es nicht schafft, freitags dabei zu sein, der muss dann halt leider diese 1-2 Tage bis zur nächsten Woche warten. Von Montag bis Donnerstag gibt es immer jedenfalls die aktuelle Folge in 4 Parts veröffentlicht. Dann auf unserem YouTube-Kanal. So, auf Dr. Freud Reacts. Ja? Wie ist der Kanal, den wir sonst immer mit Memes geguckt haben, der gerade gesperrt ist? Unusual Memes. Ja, genau. Gang Gang. Gang Gang. Gang Gang. Strong Woman. Ja, dann sag mal. Balloons. Coconut. So leid, Freunde. So good. Strong Woman. Danke, damit wurde ich gerade komplett hops genommen an dieser Stelle. Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf eurem absoluten Lieblingskanal für Content mit Aaron Troschke. Ja, Spaß beiseite, Aaron nicht nur neulich bei uns in der Gameshow dabei gewesen, sondern jetzt auch unterwegs mit Markus Rühl, einfach ein Macher. Und wer Flo und mich kennt, weiß, bei Markus Rühl sind wir mit dabei. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein und gucken mal, wie der Tag mit Markus Rühl gelaufen ist. Hallo Freunde, im neuen Video. Ich habe die Sporttasche dabei, weil ich verbringe heute einen Tag mit Markus Rühl. Ja, ich freue mich riesig. Ich ja? mich erstmal. Ja. Wie geht jetzt pumpen zum Anfang? Ja, das überlebst du dann, ne? Heute. Meins? Oh. Dieses Logo einfach. Ich lieb's, ne? Aber ey, wenn Markus Rühl dir schon direkt am Morgen sagt, überlebst du nicht, weißt du schon mal, was dich erwartet. Ja, der trainiert ja wirklich sehr hart.
Nicht? Ja, ich habe gut gegessen heute, ich bin ausgeschlafen, gut gebräunt, gut gelaunt, Zahn abgebrochen beim Zähneputzen, also alles tut. Oh, guck mal, Flo, habt ihr was gemeinsam? Ich bin umgezogen. Ich ziehe mich jetzt so gerne um, weil dann machen die Leute mir Bilder. Luni Lea, danke schön für den Raid. Ist der für dich doch stabil aus? Nee, das ist, ach, um Gottes Willen. Hast du auch so eine Plauze mittlerweile? Nee, so, ne. Oh, das ist ja noch ein Sixpack. Jetzt bin ich aber auch, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, weil, pass auf, als Aaron bei uns zu Besuch war, bei Genau so, kam er ja rein und wir haben ja unsere Sportecke, ne, mit den ganzen, ne, und er machte, so wie Aaron halt drauf ist, ne, macht er einfach seinen Spruch und sagte so, hä, ihr habt doch hier ein Fitnessstudio, warum seht ihr so aus, wie ihr aussieht, so nach dem Motto. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, Aaron, ne? Wer ein Maul aufmachen kann, der muss jetzt auch abliefern. Ich möchte an dieser Stelle aber trotzdem Aaron ganz kurz crediten. Ja. Er hat euch alle geflaxt. Ja. Er hat gesagt, außer Flo. Ja. Naja. Dieses Ohrwurm-Ding, Alter, ist so schlimm. Warum ist es so laut? Warum ist es so unglaublich laut? Ich will nicht so fett werden wie der, deswegen ziehe ich es als Motivation an. Ja. Wie viel Kilo Übergewicht hast du denn, Alter? Ich habe aktuell 96 bei 1,90. Eigentlich ein gutes BMI, ne? Ja. Wenn man den Körper nicht so sieht, ne? Er ist halt leider auch brutal ehrlich, ne? Muss man wirklich sagen. Ja, der gibt einen Fick auf alles, Alter. Der ist komplett hängen geblieben mit den 80er, Anfang 90er Jahren. Bringen wir es auf den Punkt. Der Typ ist deshalb so fucking meme-worthy, weil er Multimillionär ist, der einen Fuck auf alles geben kann, weil Geld das halt macht in unserer Gesellschaft, dann kannst du einen Fuck auf alles geben, weil der ohne böse Absicht dabei einfach so politisch unkorrekt ist, wie man nur sein kann aktuell. Der ist der Gen Z-Schreck schlechthin, weil er sie auch alle auffressen würde einfach. Und er ist einfach so fucking meme-worthy, wenn man ein bisschen Humor hat. Ich mag ihn. Muss man halt mitleben, dass er Ende der 80er Jahre aufgehört hat, sich weiterzuentwickeln. Ich mag ihn. Markus erscheint mir immer als Mensch, der das Herz am rechten Fleck hat, keine bösen Absichten. Naja. Weiß nicht, ich mag ihn einfach. Aber wir kennen uns ja auch nicht. Schwierig gut. Hier und da, dies, das, drauf geschissen, Mann. Wir können nicht immer alles nur der Situation. Alles, ja, ich bin ja voll bei dir. Ich halt doch gerade den Lobgesang auf die Art. Von daher. Schultern? Ja? Schultern ist einer der wichtigsten Muskeln. Warum? Weil es die Form vorgibt. Schultern auch. Ne? Ach, aua. Damit du nicht aussiehst wie eine Litfaßsäule, also ohne Breite wie oberteilweise. Stoffen erstmal. Ja, Stoffen kommt, naja, das kennst du halt, ne? Ich habe da hier einen Bauchladen vorbereitet im Auto. Ne? Kennt ihr ja die Bauchläden, wo es Zigarette und Erdnüsse gibt, wie im Eiskonfekt im Kino. Da haust du bei mir erstmal die Steroide rein. Guck mal, ich mache jetzt extra Maschine mit dir. Kennst du das Video von ihm, wo der Reporter irgendwie so durch die Blume fragt, wie es denn aussieht mit Steroiden im Aufbau und Markus Rühl ihn mit einer Packung Stanozolol bewirft? Das kann ich nicht, aber das passt irgendwie cool. Der Typ, ey. Brutal ehrlich, ne? Maschinentraining ist für die Doofe, die gibt die Bewegung vor. Das ist wie die Automatik, ne, beim Autofahren. Ich bin ganz ehrlich, wäre schon Träumchen mit Markus Rühl einen Tag im Fiddy, wäre ich sofort dabei. Sofort. Ja, ist aber auch das absolute Gegenteil von Funktionalität. Muss man jetzt auch mal so sehen. Schlimm ist, ich würde jetzt sagen, ich bin schneller als du, aber du bist ja auch älter als ich. Ich war schon mal bei dem Sport übrigens. Ja, das wäre. Das ist alles easy. Du, Bodybuilding ist kann der letzte Depp, ja. Deswegen ist der Sport so schön, ne? Aber wenn du jetzt schon so lange trainiert hast wie ich, das ist alles kaputt, muss das mal warm machen. Ist bei dir alles kaputt? Vieles, ja. Also ich glaube mehr, wie man sieht. Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, ja? Ja. Weil ich habe ja auch viele Arbeitslose, die den ganzen Tag RTL 2 gucken. Die kenne ich ja nicht. Ja. Wie würdest du ihn dich vorstellen? Markus Rühl, ehemaliger Bodybuilder. Da treffen sich aber auch zwei brutal ehrliche gerade. Als wirklich. Self-Made-Millionär. Bist du Millionär? Nein. Wollte ich dich jetzt später fragen. Ich bin Wissensmillionär. Aha. Und was sagt das Konto, jetzt wo wir schon drin sind? Du, ich kann den Konto aus zu zeigen. Ich glaube, das sind aktuell auf dem einen Konto 14.237 Euro auf. Und auf dem anderen? Das sagst du nicht. wenn du jetzt 30 Jahre Profisportler bist und hast gar nichts auf der Kante. Und fette Sponsoren. Dann hast du halt viel falsch gemacht. Ja. Also es soll schon ein bisschen was, klar. Geld ist relativ und Reichtum auch. Was? Also ich bin jetzt, wenn du älter bist, wirst du merken, dass Gesundheit wirklich, man sagt das immer so, ist das größte Gut ist. Also wenn du nicht mehr gesund bist, kannst du 3 Millionen im Konto haben, bringt dir nichts. Aber du siehst so topfit aus. Ich habe mich extra für den Tag vorbereitet. Ja. Aber ich merke so ein bisschen das Kalk in meinen Knochen seit Monaten nichts gemacht. Ja, auch schlecht, wenn kein Kalk in den Knochen ist.
Da hättest du ein Problem. Ja, ich glaube, er meint Kalk in den Gelenken. Ja, ja. Das ist nicht gut. Aber warum steht denn da so eine geile Bumblebee-Statue neben dem Schrank? Oh, Leute, jetzt erst. Ist ja super witzig. Denk mir die ganze Zeit schon, was ist denn? Warum ist die da? Geil. Weißt du, warum aufwärmen? Genau das. Und jetzt, was du sagst, das Kalk in Gelenk ist gar nicht falsch. Wenn du den Muskeln und das Gelenk nicht permanent durchblutest, gehen Absonderungen, also Ablagerungen im Gelenk rein. Das Handgelenk bediene ich oft. Das nicht. Guck mal, es geht 1A. Unterarm und Handgelenk geht 1A. Ja? Mein Fitnesstrip ist immer die Geräte und alles knallen lassen, weil dann denken alle, du pumpst. Oder schreien. Auch gut. Wenn du nicht stark bist, musst du laut sein, weißt du? Mein Motto. Digga, diese Fitnessstudio-Weisheiten. Digga. Hast du Arnold Schwarzenegger mal getroffen, weil der da steht? Ja. Warst du breiter als er? Ja. Hallo? Deutlich. Hallo? Der Arnold war ja zu seiner Zeit toll, aber wenn du jetzt mal nur die Maße nimmst, 1,85 Meter, 86 Meter. Ja, so wie ich. 103. 7 Kilo mehr als ich, okay. Ja, 103 hatte ich mal im ersten Wettkampf, da bin ich Hessenmeister geworden. Ja. Und als Profi hatte ich dann 131 Kilo auf der Bühne. Wenn man das mal so die Relation dann sieht. Ne? Wie viel hast du jetzt? 120 Fett. Okay. Wo hast du denn Fett? Greif mal hin. Das deprimiert mich. Ein 50-Jähriger sagt, wo ist ein Fett? Ich greif rein. Guck doch mal, hier ist Fett. Aber bald kommt diese Abnehmspritze. Zack. Ja. Zack, zack. Ich muss zählen und drücken. Das ist. Das, ne? 6. Ich muss mich konzentrieren. 7. Ja, ja. Komm ab, du 15. Nee, Mama. Wie hoch gehen wir denn? Ja, bis du nicht mehr kannst. Wie viel muss ich schaffen, um dass du verkackst? 180. An der Schulterpresse? Vielleicht war das jetzt reingeschnitten aus irgendeinem anderen Kontext. 180 an der Schulterpresse, einhändig, never. Hör auf. Nee, oder? Nee, nee, 90 nee. Dann pro Seite oder 100? Ja, wahrscheinlich. 90 pro Seite. Nee, auf keinen Fall. 90 pro Seite ist sick. Nee, ist auch krass, ja. Ich komme mir vor wie so ein kleiner Junge, der mit Papa zur Arbeit geht und nur daneben steht. Übrigens, ich bin heiser Klimaanlage. Ja. Knutschen fällt heute aus, sonst bist du krank. Ich bin zu alt für Sex. Nein. Aber so ein bisschen schwul geht immer, ne? 11. Gut. Das ist gut. 11. Jawohl. Bin ich schon breiter? Im Kopf, ja. Wie lange trainierst du immer so? 3-4 Stunden. Alles geht aber. Ich dachte ja. So 3-4-5 Stunden. Ach Quatsch. Nein, das ist alles so Geschwätz immer. Kein Bodybuilder macht so lange, das ist ja Blödsinn. Du machst normalerweise 60-70 Minuten machst du dein Krafttraining. Und dann machst du nur so ein bisschen Kraftausdauer. Cardio, 1/2 Stunde, 3/4 Stunden. Was machst du als Cardio? Fahrradfahren. Vertraue dir selbst. Breche eigene Regeln. Ich, der sich denkt, funktionaler Sport, Full Range of Motion. Ich sterbe gerade in alles, keine bei allem, was ich sehe. Also, ich breche einige Regeln. Ignoriere Neinsager. Warum ist das alles unterschiedlich groß? Da hast du so viel Platz auf dem Ding, hä? Oh, das Ding macht mich fertig. Auch der Zeilenabstand ist komplett. Guck mal, zwischen der 3 und der 4 und der 4 und der 5. Oh Gott, das sind alles. Die Schrift ist nur größer und kleiner, je nachdem, wie viel Platz du in der Breite hattest. Oh Gott. Verstehst du? Oh, ist das schlimm, das tut mir so weh. Ich finde viel geiler, dass Schwarzeneggers und dann die 6 eingerückt ist um ein Leerzeichen. Ja, auch das. Und dann auch die 6 nicht ausgeschrieben. Und aha. Uff. Bis zum Unfall. Und des Erfolges. Der hängt da schon echt lange. Da hat ein Gib paar Rechtschreibreformen übersprungen. Das ist Schwachsinn. Steht ich da. Ich weiß. Meinst du, das hat er gesagt? Nein, nee, ich habe mit dem Money. Ja, ich habe mit dem Arnold geredet und er sagt, mach dir immer einen Plan A. Ja? Und mach dir nie einen Plan B, weil sonst vertraust du Plan A nicht. Das hat er immer so gesagt. Ne? Aber das ist ja. Da gibt wirklich Sinn. Ja, weiß ich nicht. Das sind ja Ursprünge oder Umstände, die manchmal Plan A vernichten lassen. Was machst du dann? Machst du Plan A2? Ja, siehste. Da kommen wir mal 10, oder? Boah, 30 Kilo. Du packst schon an, wa? Komm, meine Frau macht das auch. Die hat 48 Kilo. 3. Stopp. Auf, hoch. Auf. Jawohl, siehste. 100. Komm, weiter. Markus Bizep curlt da einfach die Schulterpresse weg für ihn. Guck mal. Ja, aber auch riesige Hände. Guck doch mal bitte. Wie groß sind seine Hände bitte? Alter. Weg, gut so. Sehr gut. Als du wirklich beruflich Bodybuilder warst, wie oft hast du da trainiert? Auch nur? 7-mal die Woche. 7-mal die Woche? Jeden Tag. Ja. Immer eine Stunde? Bisschen länger, weil du hast halt intensiver trainiert, dadurch mehr Gewicht und hast die Pause ein bisschen gebraucht. Ne? Okay. Also heute ist ja so ein bisschen Rentnertraining. Ich meine, das, was man heute macht, ist ja kein Training. Das ist ja. Hättest du dich damals für jetzt geschämt? Nee, eigentlich nicht. Ich war immer, also ich bin ganz ehrlich, zur aktiven Zeit habe ich gedacht, okay,
Wenn du mal älter bist, bist du nur froh, wenn du gesund aus der Sache rauskommst. Und bist du doch einigermaßen, ja, oder? Ja, das bin ich dankbar für das, was es ist oder wie es ist heute. Viele leben, glaube ich, von heute und eine Stunde weiter und dann hören sie auf zu denken. Ja, guckt euch zum Beispiel mal an, wie es einem Ronnie Coleman heute geht, ne? Also das kann, dieses schwere Gerätetraining kann halt auch wirklich in diesen ganz, ganz hohen Wettbewerbsbereichen auch deinen Körper kaputt machen, ne? Der hat sich den kompletten Rücken zerstört. Ja, das und Steroide pumpen wie Sau, weil dein Körper für diese Art von Muskelwachstum einfach nicht gemacht ist. Auch das. Und deine Organe auch nicht. Ja. Also wir müssen jetzt nicht so zu, also ja, klar macht dieses schwere Gewichtetraining die Leute kaputt, absolut, weil der Körper kommt an seine Grenzen, deine Knochenstruktur kommt an ihre Grenzen, deine Gelenkstruktur kommt an ihre Grenzen, vor allem aber zerschießen sich die Leute reihenweise die Wirbelkörper und vor allen Dingen die Scheiben, also die Bandscheiben tatsächlich einfach zwischen den Wirbelkörpern, weil sie entweder falsch oder mit zu viel Gewicht und völlig falschem Stolz trainieren. Aber das meiste wird kaputt gemacht durch fucking Gier. Hm. Also, ja, nennt man Rund. People got roid up. Gut erlebt. Ja. Der lebt, ja. 10, 11, 12, 13, 14. Das ist gerade sehr deprimierend für mich. Wenn du einer machst, hab ich ja 1000 Euro. Oh, oh, ah. Und links fast. Richtig mal rausgehoben. Schwer, ne? Sieht man beide. Ich bin mir nicht sicher, ob Aaron, wenn er es rechts nicht wirklich, wirklich versucht hätte, hätte hinkriegen können. Aber er hat sich vielleicht was getan dabei, das wollen wir auch nicht. Markus hinter mir? Steht rum. Sieht man den hinter? Aber wenn Markus sagt, ich verstehe zum Verrecken nicht, warum er das einarmig macht. Kein Plan, Alter. Hinter mir, ne, oder? Zeit geben, ne? Ich mach die immer Freihand, bitte. Absolut richtig. Das Problem ist halt nur, denk immer dran, Maschine geben die Wegen vor und minimieren die wieder oder die Fehlerhäufigkeit. Aber was kannst du denn bei falsch machen? Das zum Beispiel, er macht es schon falsch. Er macht es komplett falsch. Er macht es katastrophal falsch. Wenn du Seitheben so machst, machst du den Schultergelenksgürtel kaputt. Nee, komm. Scheiß drauf. Ist ja egal jetzt. Ja, ist gar nicht. Lustiger Moment trotzdem, zu fragen und zu machen. Was kannst du dabei falsch machen? Ja, alles. Ja! Falsch. Danke, Markus. Also, lass mal los. Ich mach mal trocken über. Conny hat natürlich recht. Schwer und falsch. Schwer und falsch. Schwer und falsch. Der seitliche Muskel. Ja? Na? Und der Ellenbogen sind eine Linie. Das ist eine Linie. Das heißt, die Bewegung muss so sein. Ist es so, ist perfekt. Boah, ey, pumpen. Ich wusste nicht, dass man Abitur braucht. Ja, ich zieh dich mal mit. Achtung. Ja, zieh mich mal mit. Geh mal hoch. Genau, und halten. Eins. Und ich lasse dann los, wenn du oben bist. Ja, ja, ja. Macht er gut, ne? Halt. Eins, zwei. Okay. Merkst du, wie der zieht da? Der zieht jetzt schon. Ich merke, ich habe Monate nichts gemacht. 10. Gut. Meinst du, ich kann noch Bodybuilder werden? Nee. Warum? Zu alt. Ja, er hat nicht mal diese Sekunde überlegen. Ich bin 33. Die Profi-Wrestler werden erst mit 33 gut. Bodybuilding musste die Grundlage echt mit 17, 18, 19 packen, sonst schaffst du es nicht später. Es geht ja nicht nur um Muskeln, es geht um Sehnen, Gelenke und so weiter, Herz-Kreislauf-System. Wenn du mit 17 anfängst zu kicken, bist du auch noch jung. Aber du wirst es nie dahin schaffen, weil du die Grundlage nicht hast. Das Haus wird auf ein gutes Fundament gebaut, das ist halt so. Hast du denn ein Fitnessprogramm? Ich? Ja. Leck mich am Arsch.com. Ja. Nee, ich mach schon Schwachsinn. Ein Programm ist ja immer relativ, das ist ja keine Lösung. Ja. Die Lösung bist du und das individuell erstellte Programm für dich. Wenn ich jetzt irgendein Programm schreibe und sage, hier, mach mal, woher weißt du, was du machen musst, dann machst du alles falsch. Aber du könntest, wenn du dein Programm oft verkaufst, auf Bali richtig durchstarten. Bali bestimmt, ja. Ja. Aber warum hast du mit Social Media angefangen? Ja, weil ich schon immer Social Media mache. Mein YouTube-Kanal, kannst du mal gucken, gibt es, glaube ich, seit 97 oder 98. Ui, boah, also, was? Social Media machen wir schon lange. Wir haben oft um die Zeit gehabt. Ich war unterwegs lang? Für Sponsoren halt. Ich muss mich kann ja mal einer checken? Mein Beruf war so lang? Bodybuilder. Ne, und jetzt Social 97, 98? Kann ich mir nicht vorstellen. So lange gibt es YouTube doch noch gar nicht, oder? Naja, aber Videos wird er in der Zeit schon online haben. Ach so, ja, er wird wahrscheinlich schon Videos veröffentlicht haben. Ja, 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 aber YouTube halt noch nicht, ja. Ja, YouTube wird bei ihm einfach Videonetzwerk quasi sein. Ja, ja, also so abgelöst. Clipfish und der Kanal selber. Ja, wobei, Clipfish gab es auch erst später. Wann ist der gegründet? Ja, 97, 98 hat auch keiner Videos im Internet gemacht. Warum kann man das nicht sehen bei Kanalinfo, wann der Kanal gegründet ist? Hat er das nicht eingeblendet? Kein Plan. Am 28.07.2006 beigetreten. Ah ja, okay, sicher. Trotzdem muss man sagen,
Stabil, auf jeden Fall. Wirklich schon lange dabei. Hm. Muss man sagen. Wie hart war das, Profi-Bodybuilder zu sein, vom Zeitaufwand, Arbeitsaufwand? Geil. Geil? Geil, ja. VHS-Fitness-Videos sind auch pures Comedy-Gold. Ja, ja. Und ich möchte eigentlich, ich bin im Besitz von zwei VHS-Fitness-Videos aus den 80ern. Und ich möchte die eigentlich, möchte ich die mit euch machen. Weil die sind echt lustig. Falls ihn jemand kennt, Freunde, Stichwort Tony Little. Ja. Ich empfehle euch übrigens, Freunde, ganz klare Empfehlung von mir, wenn ihr mal auf Spotify euch verirren solltet, DJ Roswitha. Ja. DJ Roswitha mit Songs wie Bob Chigarillo, Wissenschaftsscheißdreck, Ich würde auch einen Hund esse. einfach mal geben. Einfach neue geben. Neue Trainingsmusik. DJ Roswitha, ganz großartig. Ja. Und jetzt gucken wir das Video weiter, bis der Latt abreißt. Ich fand's geil. Vermisst du es? Ja, zu der Zeit war genau das. Das war genau mein Leben. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, mich zu quälen. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe so einen Hang zur Selbstzerstörung. Okay. Ich mag so eine Quälerei. Ich mache das auch nichts aus, wochenlang nur Scheiße zu essen. Wirklich? Ja, yeah. Heute nicht mehr. Heute nicht. Jetzt bin ich ja so fett geworden. Wann warst du in deiner besten Form? Der größte Erfolg hatte ich 2004 beim 5. Platz im Olympia. Wie alt warst du da? 32. Also so alt wie ich etwa. Der Typ war einfach ein Panzer, ne? Kannst sagen, was du willst, aber ja, Monster. Ist auch tatsächlich immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Mal die Doku gesehen. Er wurde oft wirklich von Preisen behauptet, die er eigentlich verdient hätte. Der war immer massiver als alle anderen. Ja, wirklich, der war massiver als alle anderen, wirklich. Ja. Ja. Guckt mal im Vergleich bitte. Wie viel massiver im Umfang ist. Guck dir den Nacken an. Guck dir, also gut, die Schulter hat der andere, hat massive Schultern und Bizeps, ist krass. Aber Brust zum Beispiel, holy shit. Beine auch, Beine, Alter. Markus hatte Beine, das ist unfassbar. Die beste Form, so sagen zumindest die Fans oder die es besser wissen wie ich, hatte ich 2002 und da habe ich in New York die Night of Champions gewonnen. Boah! Junge, Dicker, Flo, guck dir doch mal bitte den Latt an. Dicker, das ist ein zweiter Arm, der ihm hinten rauswächst. Holy shit. Kennt man eigentlich, wenn man sowas gewinnt, eine fette Gage so? Nein. Macht man nur für die Sponsoren? Hauptsächlich Sponsoren. Das ist wie im Schaufenster stehen. Ja? Das warst du, oder? Nee, das ist ein Comic von mir. Das hat einer gemalt damals, wo ich zur aktiven Zeit war. Und das ist jetzt das Logo von meiner Firma halt. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Letztens gab es irgendwas gratis dazu. Wie viel Prozent können wir denn geben? Ja, dann müssen wir einen Code machen. 25%? Nee, ich bin schon günstig. Also 10-15% bin ich schon weit unter dem Niveau, was heute. Okay, dann machen wir 15% mit dem Code breiter als Markus. Leute. Also das Gute an der Maschine ist, dass sie überhaupt nicht reinpasst, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon mal das Du siehst so ein bisschen aus wie Donkey Kong bei Mario. Du hast auch was von ihm, ne? Irgendwo im Schrank stehen, meine ich. Bei uns im Office. Ja, irgendwo Rühls Beste habe ich bei uns auch schon rumfliegen. Ja, Rühls Beste Clear Isolat Cola. Ah. Richtig, ja. Du fängst hier an, ja? Punkt, gehst hoch, bis du parallel zum Boden bist. Und dann hältst du das für 3 bis 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Ey, nicht drücken. Ja, doch, auf. Joe, können wir hier mal ein Bild von meiner Trainerin, die ich sonst habe, einblenden? Ich habe mich sehr verschlechtert. Länger halten. Halt. Auf. Und weiter. 3 Stück. Und ja. Gut so. Jetzt weiß ich, warum ich Sport hasse. Ist voll anstrengend. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir noch hintere und dann sind wir schon fertig. Hopp. So. Nee, da. Ach hier, okay. Ja. So, und jetzt gehst du wieder nach hinten, soweit es geht. Und hältst ihn hier fest. Da festhalten. Genau, siehst du, merkst du schon? Ja, ich zitter jetzt genau schon. Genau so, darum geht's. Auf. Also, 3. Ja, es gibt mir irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich das so sehe, kriege ich noch mehr Bock, einen Tag mit Markus zu trainieren. Bin ich ganz ehrlich, ich glaube. Das ist immer toll. Ja. 2, 1, sehr gut, weiter. 2. Und jetzt machst du 8 schnelle Wiederholungen, ohne Halten. Oh, auf. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Auf, sonst steigt die Härte nicht auf. Mach. Jawohl. 3. Einer, letzter, komm. Ja, das ist ja das Ding. Das ist das Ding. Das Beste und Wichtigste, was es gibt, ist Personal Training, individualisiertes Training auf deine Bedürfnisse, Stärken, vor allen Dingen aber auch auf deine Schwächen. Vor allen Dingen, Personal Training ist ja deutlich mehr. Das ist ja noch, ne, da ist ein bisschen Mentalarbeit mit drin. Motivation. Motivation ist ein Riesenteil da drin. Du musst deinen Klienten verstehen,
und du hast in der Zeit nichts anderes, worauf du dich zu konzentrieren hast. Deswegen ist dieses Training so unfassbar gut, wenn du einen guten Trainer hast. Yes. Aber, und das muss man halt auch dazu sagen, Personal Trainer ist teuer. Mm. Ist einfach teuer. Vor allem wahrscheinlich, wenn du Markus hast. Ja, das. Ich glaube, den kriegst du nur mit Spaß an der Sache. Ja. Oder wenn du eine Profi-Hoffnung bist. Ich glaube nicht, dass. Ja. Ja, macht ja nichts. Das hat sonst eine Rolle für den Kurz Spiel. Jawohl. Oh. Das ist der Vorteil, dass Bodybuilder nicht zählen können. Was? So, ich gehe mich umziehen. Gerne. Und was machen wir dann? Du bist doch gerade geschwitzt. Du kannst doch, ey, hier, guck mal. Bist du geschwitzt? Bisschen schon angeschwitzt. Ja. Ist es jetzt nicht schön vom Gefühl, dass du sagst, das will ich dreimal die Woche haben? Ja, aber dann stehe ich früh auf, esse eine Milchschnitte, gucke Fernsehen und denke, boah. Aber Milchschnitte ist sehr beliebt unter Bodybuilder. Ja? Ja, fresse ich wie Sauerkraut, klar. Was ist denn das für ein Vergleich? Was ist denn das für ein Vergleich? Fresse ich wie Sauerkraut? Ja, aber geil, man weiß, was, ja, ich verstehe. Ich nicht. Wunderbar. Also esse ich nie. Oder was? Ja, ist aber, muss man auch wirklich sagen, also ich finde Markus gut gekleidet an der Stelle. Ne? Ja, ja, weißes, gut. Weißes T-Shirt bei dem Körper sieht halt auch einfach stabil aus. Trainiert, jetzt müssen wir was zum Spakulieren. Ne? Also Milchschnitte. Nutella, Milchschnitte und. Isst du sowas? Ja, klar. Du kannst ja nicht aber Aaron wirkt ein bisschen, als wenn er gerade frisch aus dem Krankenhaus kommt und da sonst normalerweise Blut abnimmt, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Nein, kannst du mir nicht erzählen, dass du mit 51 so einen Körper hast und Milchschnitt und Nutella isst? Also ich bin extrem. Entweder ich esse Reis und Thunfisch oder ich esse nur Scheißdreck. Jetzt habe ich eine andere Frage, weil du es auch von meintest. Gehst du ins Solarium? Ja. Also ich war jetzt gerade im Urlaub mit meiner okay. Frau. Das war eben jetzt so. Aber sonst Solarium. Okay. Sorry, Markus Rühl ist für mich immer so ein leicht überzüchteter Mops, weil der immer bei allem, was er tut, so schwer atmet. Er muss ja auch viel bewegen. Er steht da im Einkaufswagen, unterhält sich mit Aaron und jede zweite Geräusch ist. Also, das kann nicht gesund sein. 120 Kilo hat er gesagt, ne? Ja. Ja, noch so ein bisschen Überbiss hätte, wäre einfach so ein Frenchie. Mir hat er nur Scheiße. Stimmt. Aber was ist alles Scheiße im Leben? Ja? Wenn man alles macht, was gut wäre, wird man die ganze Sache nur daheim hocken. Ich kaufe jetzt mal bodybuilding-mäßig ein, damit du mal siehst, wie ich früher so eingekauft habe. Ja. Das waren immer relativ gesunde Dinge. Die Atmung der Titanen. Ja. Habe ich jeden Morgen ein Stück roh gegessen, dann immer Salat. Wirklich? Ja, aber nicht Salat wegen Salat, sondern Salat wegen Hähnchen. Und ich kann Hähnchen pur, konnte ich kaum noch essen, das werde ich immer mit Salat gemacht. Da waren wir dann so Joghurtdressing drüber. Weil Salat an sich hasse ich eigentlich. Was machst du den ganzen Tag noch außer pumpen? Das klingt ja naheliegend. Ich konnte Hähnchen nicht mehr essen, deswegen habe ich Hähnchen angefangen mit Salat zu essen, aber ich hasse Salat. Klingt ja noch furchtbarer dann für ihn eigentlich, oder? Salat übrigens, generell grüner Salat, möglichst abwechslungsreich, aber tatsächlich grüner Salat, sollte man vor dem Essen als Vorspeise zu sich nehmen, hilft nämlich ungemein, was so Stoffwechselprozesse angeht, und sorgt dafür, dass euer Insulinspiegel viel langsamer ansteigt. Echt? Weil die Stoffe aus dem grünen Salat dafür sorgen, dass diese ganze, das Synthetisieren und das Aufspalten von dem Zucker und der Übergang quasi von dem Zucker in den Körper, ins Blut und so weiter, war deutlich langsamer vonstatten. Okay, aber eigentlich, also gut, die Ballaststoffe können es beim Salat eigentlich nicht sein. Oder? Salat hat keine Ballaststoffe, oder? Ein bisschen Ballaststoff hat er natürlich auch. Salat ist wie Papier. Ja, ja. Aber Papier hat auch ein paar Ballaststoffe. Ja, aber guter Tipp, ja. Ja. Alle grünen Salate oder nur Blattsalat, wird gerade gefragt. Ah, da bin ich jetzt überfragt. Das müsste ich nochmal nachlesen. Ballaststoffe. Firma. Okay. Wir haben 36 Mitarbeiter mit. Wow, 36 mal Sozialabgaben. 36 mal Sozialabgaben. So, aber deine Follower, wie viele Follower hast du bei Insta? 800. Ja, ich habe 200, ich habe 280, sei doch froh. Das sind alles Homosexuelle, oder? Das ist ja... Grün, jetzt krieg ich gleich mal in die Fresse, ne? Ja, okay, für so eine Aussage kriegst du schon regelmäßig. Ja. Ah, man muss einfach verstehen bei Markus, dass das einfach seine das ist eine Form von Humor. Mann, ich habe vorhin gesagt, das ist ein hängengebliebener Boomer, ja. in dem Kontext. Also ich kann damit umgehen, weil ich weiß, wie er es meint, weißt du? Er meint es wahrscheinlich krass homophob, ehrlich gesagt. Nein, auf gar keinen Fall. Doch, glaube ich schon. Ah, safe nicht. Doch, glaube ich schon. Ah, kann ich mir nicht vorstellen. Auf keinen Fall. Sorry, aber so oft wie er halt, wie gesagt, für mich ist er in der Hinsicht, ist er einfach ein komplett klatschen gebliebener Boomer,
der das Wort schwul immer noch im völlig falschen Kontext nutzt. Da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Das muss ich nicht witzig finden. Nö. Da kann ich differenzieren. Alles andere kann ich witzig finden. Ich will mal mit einem Vorteil aufräumen. Ich habe weder was gay Sexuelle noch homosexuelle, gay Lesbe. Ich habe einen Homosexuellen bei mir in der Firma. Entschuldigung. Ich hatte eine lesbisch veranlagte Frau in der Firma und ich finde die beide super, super toll. Ich habe nichts gegen sexuelle Ausrichtung. Es kann jeder machen, was er will. Was ich nicht mag, ist, wenn die... Danke, damit wurde ich gerade komplett hops genommen an dieser Stelle. Oh mein Gott. Nice one! Warum hast du den Sinn dran gesehen, den ich geworfen habe? Guck mal, da kommt er. Guck mal. Nice. Du kriegst es ja auch mit manchmal, vielleicht hast du auch schon erlebt, wenn man kleine Schelle, wenn man mal irgendwas sagt, so wie jede Schwule. Deswegen, dann sehe ich doch keine Homosexuelle. Ich liebe meine homosexuellen Fans, Freunde, Bodybuilder, ist mir alles scheißegal. Für mich ist sowas wie Schwuler so, hey Dicker. Das ist doch mal gut erklärt jetzt von dir. Eier, auf jeden Fall. Eier, ja. Nehmen wir natürlich nur vom Lennart die Freiland-Eier. Ach, guck mal, wirklich, meinst du, das ist auch der Lennart? Das ist bestimmt der Lennart. Der Lennart? Oder ist das der Lennart? Ich weiß es nicht. Aber wir müssen ein Popotol für deine Tochter mitnehmen. Oh ja. Chase ist der. Sky, Marshall, hat er gerade Puff Patrol gesagt? Ich habe eine Tochter, die guckt. Ja, kenne ich auch. Patrol, ein Bodybuilder und ein Venus. Oh, warte, wir reden über Paw Patrol. Ja. Kurze Frage, wie ist deine Meinung, wenn ich... Er sagt schon Paw Patrol, ja. Er sagt schon Paw Patrol, ja. Ich jetzt sage, komm, wollen wir die restliche Zeit hier gendern? Ich weiß, was ich für Fragen stelle. Aaron will es aber auch wirklich wissen, ne? Ja. Den muss, um die Reaktion zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich kann gar nicht gendern. Ab wann mache ich denn innen? Immer innen? Ja. Ich bin überfordert damit mit dem Scheiß. Wir sind einfach auch sehr einträchtig. Ich bin schon so alt. Ja. Nudeln sind da drüben, oder? Ja. Sind das Nudeln? Nee, das sind Haferflocken. Ach, Einsicht. Scheiße. Hähnchen, wie viel hättest du damals geholt? 10 Packungen. Für wie lange? Eine Woche. Okay. Früher ist man zum Metzger gegangen und hat man immer gekriegt, hier ein Stückchen Wurst, ne? Ja, voll noch. Ist es noch so? Oh, wir wollen auch ein Stückchen Wurst. Du willst auch ein Stückchen Wurst, ja. Ich kenne das von früher auch noch, dass wenn man, also zumindest als kleiner Stepp ist, stand es davor, hast du eine Wiener gekriegt. War bei uns immer so. Kann ich mich nicht dran erinnern. Ne? Okay, bei uns war das. Kann mich nicht dran erinnern, kann sein. Ja. Gelbwurst. Was ist denn Gelbwurst? Einer schreibt, ja, Gelbwurst. Was ist denn Gelbwurst? Ich würde niemand essen, was Gelbwurst heißt. Das klingt wie eine Krankheit. Was ist denn Gelbwurst? Ach, das ist hier. Das ist so Fleischwurst. Also, kennst du so Fleischwurstkringel? Ja. Ja, das ist das. Fleischwurst halt. Sieht so aus, ja. Sag doch nicht Gelbwurst, bitte. Ja. Lieblingswurst heißt das bei meinen Kindern. Digga, die haben ja auch gerade hier ein amtliches Stück Fleischwurst abgeschnitten. Oh, nee, wir haben uns gerade geteilt. Ja. Aber wir nehmen trotzdem eigenes. Habt ihr auch vegane Wurst? Sehr gut. Sehr gut. Odenwälder Landkunde. Saar und Lachen. Saar und Lachen. Teller? Ist mir egal. Wirklich? Nee, guck mal, wie lächerlich dieses Glas in deiner Hand aussieht. Das ist so ein Abend, ne? Ja. So ein Abend, Alter. Aber bei ihm sieht das halt wirklich aus, weiß ich nicht. Also wirklich in dieser Riesenhand. Digga, guck mal bitte. Das zutscht der doch raus. Ist er weg? Ab früher, wo ich... War das nicht, hat er erzählt, damals in seiner Zeit, wo er dann auch wirklich Kohlenhydrate brauchte, hat er sich ein Brot reingeballert. Zwei Laib Brot und zwei Gläser Marshmallow-Creme und ein Glas Nutella, ne? Ja. Noch aktiv Sportler war, dann durfte ich sowas ja nicht essen. Habe ich immer aufgemacht, reingesteckte Finger, geleckt, im Mund, wieder zugemacht und zugeschraubt und hab's wieder hingestellt. So ein Asoval. Komm jetzt hier schon. Dicker, was? Das ist ja hardcore, ne? Weil er es nicht essen durfte wegen der Kalorien wahrscheinlich, wenn er irgendwie... Das ist das Widerlichste, was ich je in meinem Leben gehört habe vielleicht. Das ist geiler. Ja. Nee, aber ich esse beides gerne. Ja? Ja. Aber das Problem ist, ich kann nicht eine essen, sondern eine Packung. Ja, das geht aber schnell. Und am besten ist, wenn du hier abmachst und da machst und dann das Weiße alleine. Das Weiße, ja. Das ist der Klassiker. Ich bin den ganzen Tag nur am Cola Light trinken. Wirklich? Ich muss es leider zugeben, ja, das ist nicht gut. Probier mal Pepsi ohne Zucker, ist besser. Guck mal hier, nimm mal das mit. Anstatt Cola Light. No way! Habe ich den Aaron endlich einen Pepsi Max Verfechter? Offensichtlich. Kannst zwar Aaron nicht verstehen, aber der Zeug ist Aaron, furchtbar. Mein Freund, ich habe nicht gewusst, dass wir uns so nah sind. Oh. Kannst ich weiß, dass du von Pepsi Max bezahlt Beste. Ich, damit nicht du jetzt... ich war mit Pepsi mal unterwegs, die sind sehr nett. Kriegst du Alkohol? Natürlich. Was? Troschis. Was?
Also wenn ich was trinke, dann nehme ich sowas. Oh ja, oh. Ja? Nee, Grapefruit, oh ja. Aber mit Alkohol, wenn schon. Ja, aber Radler? Ja, schon. Ich ja, kann ja auch kein normales Bier trinken. Nee, da, da bist du aber schon für viele ein Weichei, wenn du nur Radler trinkst. Ja, da bin ich ein Weichei. Markus Rühl trinkt nur Radler. Ja. Jetzt da ist wirklich von allen Sachen, die ich heute in dem Video gehört habe, tatsächlich ja, das ist das, was dich kriegt. Digga, ne, dieses du trinkst Radler, du bist kein richtiger Mann. Digga, Gott. Ja, kannst du gucken, Gott, wie fragil das Thema wirklich ist. Alter Falter. Ich finde die Kommentare, ist kein Bier und sowas. Ja, bestimmt. Ach, ich bin ja auch kein Mann. Ja. Bist du keiner? Ja, ich habe einen kleinen Penis und dicke Oberschenkel und einen kleinen Kopf. Das ist also Gehirn. Speck mit Kartoffelbombe. Boah, wie breit du bist. Ja, ja. Das war unser erster Urlaub auf den Malediven. Ne? Drei. Und hier oben noch ein Dach. Da ist noch ein Dach, da haben wir einen Koffer und so weiter drin. Die ganze anabole Steroid und so. Ne? Wie kriegst du denn mit deinen Knubbelfoten Pass und naja, Kicken? Ich spiele mittlerweile Ultimate. Aber wenn die dich anrufen würden und sagen, ey, sag mal, wie kann ich den nächsten Schritt machen? Gehst du ran? Nee. Okay. Dann habe ich noch. Okay, alles klar. Also es war Teil 1 von 2 offensichtlich. Ein Wild. Es war ein Tag mit Markus Rühl zumindest im Fitti und beim Einkaufen. Zu Hause kriegen wir auch noch. Gucken wir uns natürlich auch an, Freunde. Damit ihr es nicht verpasst, kommt ihr einfach bei uns auf dem YouTube-Kanal vorbei und abonniert. Dann kriegt ihr auf jeden Fall eine Benachrichtigung. Bis gleich. Wild. Ich hab nur noch die Glocke aktiviert. Das war. Glocke mit G. Wie Gang. Gang. Ja. Balloons. Sorry. Wow, so good. Also ich hätte, pass auf, ich hätte zum Ende hin. Yes. Ich wollte sagen, ich hätte noch eine Unusual Memes Compilation, die ist nicht von dem offiziellen Unusual Memes Kanal. Das heißt, das ist wieder so. Ice cream, so good. Ah, yes. Ice cream, so good. Ich weiß halt nicht, wie gut die sind. Eieieiei. Die Leute rasten aus. Wirklich. Oh, warte mal. Da ist warte mal, da ist es ja, oder? Winkydorf Full Life NPC TikTok. Hat's da gerade einer reingepostet, weil ich klick's mal kurz an. It's good cooking. Da ist es ja. Gang. Grab. Ice cream, so good. Das, man kann es nicht nachmachen. Unglaublich lang. Ja. Die macht das eine Stunde. Können doch nur Scheiße. Die macht das sein, eine Stunde? Wow. Ja gut, da verdient sich damit dumm und dämlich, ne? Wahrscheinlich. Laut. Crazy. Naja, Freunde. Was willst du sagen? Deutsche Memes ohne Schulabschluss gibt's ja, hier. Ja, Rainer, komm, mach mal noch schnell. Wie lange sind die? 6,28. Ja, Rainer, komm, mach mal schnell. Oh, deutsche Memes ohne Schulabschluss hat, glaube ich, richtig Potenzial, richtig beschissen zu sein. Ja, mal gucken. Ausprobieren. Ich finde, es fällt schon ins Uncanny Valley. Sie sieht menschlich aus, aber alles, was sie tut, ist so bewusstlos, dass es unmenschlich wirkt. Ja, Foxy Rainbow Bro, ich bin da voll bei dir. Junge, was denn? So. Ich sehe mal, der Kanal von dem ist, heißt Kapitän zur See. Das finde ich witzig. Was sag mal? Ja. Tschüss. Freunde, hallo, herzlich willkommen. Wir wissen nicht, ob es jetzt schlimm cringe wird. Oder richtig gut, aber hier sind deutsche Memes ohne Schulabschluss. Ein Screenshot von so einer Telegram-Gruppe. Berlin-Demo, 18.11. Also, ja, wir machen. Ja, das ist doch Kilian. Ja. Kommt bereit für die Revolution. Habe kein Parkplatz gefunden und fahre jetzt wieder nach Hause. Was? Ja? Ah, man kennt's. Ja! Nicht mal New York, ist sicher. Wovor? Ah, Matthew. Steht auf gleiche Frauen. Ey, ich schwöre dir, ich war einmal, also jedes Mal eigentlich, wenn ich in Deutschland irgendwo im Urlaub bin und eine Story poste, ja, ich kriege 500 Insta-DMs, wo Leute sagen, ja, nett, aber warst du schon mal in Baden-Württemberg? Das Ding hat sich so durchgesetzt. Das ist crazy. Ja, das ist wirklich krass. Und ich wette, bei uns im Live-Chat sind auch mindestens gerade 10 Personen, die das auch schon bei mir geschrieben haben. Wette ich. Also blond oder sagst du nur schwarzhaarig? Mir ist es eigentlich egal. So, der Charakter muss erstmal stimmen. Oh mein Gott. Was redest du? Was redest du? Was redest du?
Was für Kameradenschweine. Schmutzchen in der Hut. Hä? Das Hä war ja geil. Das Hä? Ich in der Try Not to Love Challenge hätte mich das gebrochen. Das Hä? Ist wirklich so. Mu-hu-hu-hananistikim. Das hätte mich gekriegt. Das ist ja großartig. Mu-hu-hananistikim. Digga, das ist so wild. Unfassbar. Wow, war das lustig. Oh Gott. Man ukrainische Soldaten aussetzt. Ist das stark? Ist das stark? Digga! Wie er sich da versteckt an der Telefonzelle. Das ist fantastisch. Magic. Vielen Dank. Geil. Alter, sie hat 10 von 10. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck die Milchwache. Ey, ey, ey. Oh fuck, oh fuck. Oh fuck, fuck, fuck. Was? Was zur Hölle? Um mal zu zitieren. Hä? Hä? Aber es stimmt, was da steht. Ey, Scheiße! Ey, Scheiße! Ey, Scheiße! Oh, Scheiße! Ach du Scheiße! Was zur Hölle ist das für ein Fiebertraum? Fuck, 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 fuck. Ach du Scheiße! Der erinnert mich ein bisschen an den Duft, den du mir damals verkauft hast. Weißt du noch, diesen von Serge Joff? Den habe ich einmal benutzt. Ich weiß. Und dann hast und dann bei Memo die Alte auf der Toilette seitdem konnte ich den Duft nie wieder benutzen. Der steht immer noch oben, aber ich kann ihn seitdem nicht mehr nehmen. Ja, ja, ist ein trauriges Erlebnis. Okay. Bruder, ich fick dich und deine Arsch, Alter. Ja, du kannst doch nicht denken, Alter, dass ich mir jetzt 5 Minuten Nachricht reinziehe. Bist du bescheuert oder was? Bruder, wir machen das bloß schmerzlos. Mir geht's gut, alles ist gut, ich bin gesund. Ich hoffe, du bist auch gesund, Bruder. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Ich hoffe, du hast keine neuen Probleme und schick mir nie wieder 5 Minuten Nachricht. Bist du dumm oder was, Bruder? Sei mal ehrlich. Wen willst du ficken, Alter? Alter, ich brauch das als Sound, den ich Leuten schicken kann. Ich brauche das unbedingt als Sound, den ich einfach Leuten schicken kann. Es gibt auch einfach eine goldene Regel, das schickt man nicht einfach so. Man muss das mal vorbereiten. Wenn sich beide Parteien darauf verständigen, dass sie sich 30 Minuten Sprachnachrichten hin und her schicken, statt zu telefonieren, ey, feel free, mach das so, aber macht man nicht immer so. Ich, Möbelkraft, scheiß auf euch, mein Lieblingsmarkt ist Sorry, ist alles gut. Was? Ja, schön hier. Hier ist ganz viel Nasenspray. Ja, es ist ganz schlimm. Und so Zewa, aber benutzt. Ja, aber das benutzt er tatsächlich nur für Essen. Was? Bei Unterhemden würde ich mir Sorgen machen. Warum? Maxwell, danke für die 5. Da steht still. Jetzt guck mal. Oh, unser Lieblingsmeme. Oh, das beste deutsche Meme. Woher? 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 Du bist still. Du bist still. Ah. Oh, si, da, la, bi, na, oh, si, da, la, di, 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 na. Alex in Paris! Yeah. Was ist das an? Digga, was, ich versteh kein Wort. Was ist das? Untenrum ist Krise, Digga. Also untenrum. Boah. Also untenrum habe ich bestimmt schon 3 Wochen nicht mehr rasiert. Zeig mal her den Limmel. Schnauze.
aggressiv? Mein Sohn soll aggressiv sein? Sag mal, Mister, ich rentre un peu au noir. Bleh. Oh le bâtard. Rotgänger, Totgänger. Oh Gott. Wie Allmann willst du sein? Ja. Wirklich, Alter. Alter, ich mach grad hier meinen Bart weg. Ich hoffe, meine Mutter, ich bin am Essen, gell? Ist die Bacon, ich hoffe, meine Mutter, Alter. Das ist der Paprika. Auf jeden Fall. Was? Was? Jeder soll es wissen, Wasted ist auch gegen Mobbing. Wer mobbt, ist schwul, Alter. Oh Gott, das ist zu viel für mich gerade. Warum ist die Compilation so gut? Alter, ist die geil. Also Milch kann man nicht zu jedem Getränk trinken. Ja moin. Nicht zu jedem Essen essen. So, und jetzt machen wir dahinter ein Thema. Da machen wir jetzt ein Thema hinter, Digga. Denn jetzt ist Disco-Time! Ein Punkt hinter. Scheiße, was hab ich denn gesagt? Ein Thema dahinter. Ein Punkt dahinter, ah, Digga. Dann ist es ja keine Unterwäsche, sondern es ist ein Badeanzug. Und der ist legitim, wenn du schwimmen gehst. Wenn ich zu Hause sitze und einen Boxershorts. Ich mag Frauen, die geschminkt genauso geil aussehen wie geschminkt. Ja, toll, also. Cheeseburger! Halten wir ganz kurz fest. Wichtig und richtig, Onkel Monke hat mal ein neues Spiel probiert. Onkel Monke und. Freunde, kommen. Okay, schade. Ich hätte mir ein bisschen mehr andere Clips noch gewünscht. War ein bisschen viel Monte. Ich fand die anderen Clips alles viel stabiler, muss ich sagen. Die waren echt. Die waren, also das war genau unser Humor. Ja. Kriegt mich so. Ja, der Ersteller ist deutlich Monte-Fan, aber ja, mit geilem Humor. Muss man sagen. Ja, mehr Meme, dann. Ja. Wiedersehen. Das war fantastisch. Aber der einzige Onkel ist Onkel Mango. Schieß. Aber wie nennen wir denn? Wie nennen wir denn das jetzt? Woher? Fragezeichen, Fiebertraum, Ausrufezeichen? Ja, finde ich gut. Fiebertraum, Ausrufezeichen. Mit Kühe. Wir nennen einfach jedes Video Gang. Fiebertraum, mit Kühe, Punkt. Mit Kühe, finde ich sehr schön. Ja, mit Kühe. Oder Fiebertraum, Q-Level. TJ's Ninja Tournament. Ja, wir brauchen noch einen guten Titel für die Bundi-Doku. Da ist mir nichts Gutes eingefallen. Naja, meinst du nicht einfach Sachtitel wäre gut? Ausbildung bei der Bundeswehr? Oder wir machen Jung und Ratatat. Warum willst du denn immer? Die Titel sind witzig, aber keiner klickt sie an. Ich weiß. Tut mir leid. Alter, wow, programmiert Tim. Was? Bang, mit der Gang. Bang, mit Gang. Mit der Gang, wenn dann. Wow. Für die Welt finde ich auch stark. Blackburn auch sehr stark. Sehr gut. Sehr gut. Machst du nix. Schön, Freunde. Wir haben ein bisschen überzogen, aber das macht gar nichts. Für euch ganz kurz zur Info. Erstmal Dankeschön für 350 neue Subs. 10 noch, dann sind wir bei 360. Ja, das wäre doch schon mal schön. Aber vielen Dank für alle, die hier schon fleißig reingesubbt haben. Wirklich ganz, ganz viel Liebe. Kuss auf eure Nuss. Wir sind Freitag in der Morning Show wieder für euch da. Mit natürlich einer neuen Folge Beauty and the Nerd. Freuen wir uns drauf. Bis dahin, genießt doch einfach die Videos auf unseren YouTube-Kanälen, wie zum Beispiel unseren XXL-Kaffeetest, der jetzt online gegangen ist. Das ist wahr. Gestern. Solltet ihr euch angucken, nicht verpassen, ist sehr lustig. Jo. Das ist wahr. Odoro Akuma! Ehre. Vielen Dank, damit sind es 361. Vielen Dank. Vielen lieben Dank. Vielen Dank für den Support. sehr schön. Flo immer noch da, sehr geil. Wo gehen wir jetzt hin? Wir müssen irgendwo rein raiden hier.
Ohne Raid kein Gate. Ich wollte gerade sagen, wir können ja auch einfach den. Wir können auch einfach den Lo-Fi-Channel. Tag für drei. Aber der muss heute noch in ein, zwei Stunden erstmal offline gehen, weil ich neue Musik in die Playlists packe. Ah. Deswegen den jetzt zu raiden macht nicht so viel Sinn. Aber wenn ihr Bock auf Lo-Fi habt, Leute, richtig und richtig. Der Sugar and Sharks Twitch-Kanal. Yes, yes, yes. Wie gesagt, aber der geht heute, wie gesagt, in den nächsten 60 oder in den nächsten 120 Minuten offline, weil erstmal dann neue Mucke reinkommt. Und weil ich den Chat bei dem OBS nicht mehr sehe, der ist abgestürzt. Oh lol, krass, Mann. Wollen wir zum Mango? Ja. Machen wir. Warum auch immer meine Reaktion. Ja. War. Ich habe mich mit Stimmbruch angesteckt bei dem Leutnant vorhin in der Bundi-Doku. So. Freunde. Ich finde es übrigens schön, wie viele Leute schreiben, dass die Mucke bei ihnen im Hintergrund läuft. Das freut mich extrem doll. Dafür ist sie ja da. Sweet. Ich kann irgendwie mein Chrome-Fenster spielt rum. Okay, ich habe auch überlegt, ob ich den Kanal ein bisschen splitte, aber das können wir dann auf dem Channel einfach mal besprechen, weil ich überlegt habe, während so der Kernarbeitszeiten von, weiß ich nicht, 10 bis 16 Uhr, da vielleicht auch einfach so ein bisschen so Binaural-Zeug. White Noise. Also wirklich so ein bisschen was beim Arbeiten, beim Fokussen einfach ein bisschen geiler ist als nur chillig. Wenn du das an Tagesrhythmen anpassen möchtest, ja, kannst du so morgens zwischen 7 und 8 Uhr einfach kurz Brown Noise spielen? Nein. I'm sorry. Twitch. Metallrohr-Sound. Hast du jetzt geradet schon? Ja, ne? Der Raid läuft, Freunde. Ihr könnt gerne mit rüber zu Mango. Wir freuen uns sehr. Ist der braune Ton eigentlich, das ist nach wie vor nur ein wilder Mythos, ne? Das ist nie in irgendeiner Art und Weise wirklich mal so. Es gibt diesen einen Fall, wo das funktioniert hat, oder? I don't know. Ich weiß es wirklich nicht. Aber Friends, wie dem auch sei, morgens um 6 Frenchcore. Tim, für dich? Tim? Wieso Tim? Mein Gehirn hat gerade TNT zuerst gelesen. Und dann Tim K&K. Ja, Kim. Oh, hey, Raid ist raus. Tschüss. Kümmel.